Denk einmal nicht mit dem Schwanz. Einmal über den Schwanz hinauswachsen und deinen Kopf benutzen. Es ist nicht so schwer. Carina Pusch hat vor 1000 Jahren gefühlt ApoRed verklagt. Und ich sage jetzt schon mal, wie es ist schwierig, ich finde es schwierig, dass das ganze Thema jahrelang gedauert hat. Carina Pusch ist zum Beispiel, was macht sie zum Beispiel? Sie macht zum Beispiel so Outfits und so und macht auch so Schminken, also schminkt und andere Leute, macht das Make-up und so und wird dann zu Events eingeladen und so weiter. Und bei einem Event vor Ewigkeiten, oh Gott, ich weiß nicht mehr, welches es war, es ist wirklich lange her, also gefühlt ein ganz anderes Leben. Ich glaube, ich war noch ein ganz anderer Typ, also ist alles so, ja. Und ich finde es aber schwierig, dass das wirklich so lange gedauert hat, bis das durchgezogen werden konnte. Das finde ich halt, bei der Gangtour sogar noch. Das war noch bei der, oh Gott, die Gangtour 2016. Alter, 2016, das ist wirklich komplett anderes Leben. Absurd. Und auf jeden Fall, die Carina hat sich, wurde von ApoRed, ich sage mal, ApoRed wurde übergriffig ihr gegenüber. Ja, und dafür direkt mal eine Content-Warnung, weil auch um das Thema wird es heute hier gehen. Ja, daraufhin ist das, glaube ich, noch auf YouTube gelandet und es gab so ein Hin und Her und Apo hat ständig, ja, Apo Fleck hat ständig Videos gegen sie gemacht, hat immer gesagt, dass sie lügt, dass sie halt scheiße ist, sie ist die Täterin, bla bla bla. Also schön Täter, Opferumkehr und so weiter und hat sie, glaube ich, wieder und wieder und wieder durch den Dreck geschliffen. Und sie hat sich's aber trotzdem nicht bieten lassen, obwohl die hirnlose Apo-Armee hinter ihr her war und so weiter. Damals war er noch relevanter, er hat damals wirklich noch Zuschauer gehabt und so weiter. Das war, glaube ich, auch so eine Highlight-Zeit und so. Das heißt, da sind dann die Leute wie Schmeißfliegen über sie hergefallen, wollten, ne, haben ihr die Scheiße geschrieben und so weiter. Und sie hat es trotzdem durchgezogen über Jahre hinweg. Und ja, er war wirklich mal relevant. Über Jahre hinweg und so weiter. Ich glaube, das Video geht eine Stunde, weil ich glaube, es gibt eine Menge zu erzählen in der Zeit. Weil wie gesagt, das Ganze ist ja über Jahre. Und sie hat trotzdem komplett gewonnen. Sie hat trotzdem das ganze Ding komplett gewonnen. Und wie wir alle den allerfakesten kennen, allerechtesten kannst du ja nicht mehr sagen. Inzwischen ist das nur noch der allerfakeste. Ich habe die Videos nicht gesehen. Ich verfolge seinen Content wirklich nicht aktiv. Inzwischen auch gar nicht mehr. Weil ich ihm einfach auch gar keine Bühne mehr bieten will inzwischen. Das heißt, ich werde auch auf keine neuen Videos mehr von Apo selbst reagieren, weil der Typ mich einfach null interessiert inzwischen. Ich finde, der hat sich so in die Irrelevanz geboxt, dass er einfach gar nicht wert ist, irgendwo überhaupt noch besprochen zu werden. Und ich lasse auch die Views liegen, die man da auf YouTube damit kriegen könnte. Ist mir scheißegal. Ich bleib lieber based und will den Typen einfach gar nicht mehr bei mir auf dem Kanal haben. Höchstens indirekt in Videos wie diesen hier und dem neuen Mimi-Video, das wir auch noch gucken werden. Ich bleib einfach dabei. So, scheiß auf die Kohle. Ich muss den Typen nicht in die Öffentlichkeit zerren. Höchstens am Nasenring durch die Manege mit solchen Videos hier. So, weil mehr hat der Mann einfach nicht mehr verdient. Das ist einfach wirklich nur noch, meiner Meinung nach, einfach nur noch Schmutz. So, und du besprichst sie noch gerade. Ja, aber wegen dieses Themas hier. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt einfach komplett 100% nie wieder den Namen erwähnen werde. Es wird sicherlich nochmal auftauchen bei Videos wie diesen hier. Es gibt nicht nur schwarz oder weiß. Wenn ich sage, ich möchte ihm keine Bühne mehr bieten, dann sage ich maximal in Videos wie diesem hier, wo er eben am Arsch durch die Manege gezogen wird. Sonst nicht. Und nicht, wenn er die Schnauze aufmacht und irgendwas aus seiner Sichtweise sagt, weil er sowieso alles gelogen ist. Du kannst dem Mann nichts mehr glauben. Er hat seine komplette Glaubwürdigkeit mit den letzten Videos einfach 100% verspielt. Das bisschen, was noch da war, ist einfach weg. Das ist einfach nur noch Rotz. Das hat nichts mehr zu suchen. Ganz kurz, was ich sagen wollte. Ich weiß nicht, wie schwierig das Video wird. Es geht eine Stunde. Ich fange jetzt schon an, es in die Länge zu ziehen durch Gequatsche. Es tut mir leid. Ich werde versuchen, hier und da was dazu zu sagen. Es kann aber sein, dass ich eventuell bei einigen Sachen, ich habe Angst, dass ich vielleicht nicht alles richtig formuliere, dass ich eventuell, ich gebe mir einfach die bestmögliche Mühe, diesem Video hier gerecht zu werden. Ja, das, weil sie hat sich offenbar auch sehr viel Mühe gegeben und die Jahre sind ja auch hier in eine Stunde komprimiert, deswegen wird es, glaube ich, viel Content. So, ich drück mal auf Start. Let's go. Hi, ich bin Carina Pusch und wie ihr es dem Videotitel hier schon entnehmen könnt, geht es um einen MeToo-Fall in der YouTube-Szene, welcher die letzten 3 Jahre von hunderttausenden Menschen über Videos, Reactions, Livestreams diskutiert und mitverfolgt wurde. Aber nicht nur in der Öffentlichkeit ging es zu dem Thema ab, sondern auch hinter den Kulissen. Und zwar habe ich den YouTuber ApoRed in einem 2,5-jährigen Gerichtsprozess verklagt und gewonnen. Hier ist das Urteil, 19 Seiten lang und ich habe vom Landgericht Köln sogar den Vollbeweis ausgestellt.
Die Äußerungen der Klägerin berühren zwar das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Beklagten, sind aber nicht rechtswidrig. Okay, bei der notwendigen Abwägung des Gewichts, dass die Äußerungen wahr sind. Oh, ich will das alles lesen. Ich würde vor allen Dingen das unterstrichen, würde ich alles gerne lesen. Mitbekommen. Das heißt, es ist jetzt mit Beweis festgestellt worden, dass ich von Anfang an die Wahrheit gesagt habe. Dieses Urteil ist einfach eine absolute Zerstörung. Wie mein Anwalt schon meinte, besser hätte man den Fall hier eigentlich gar nicht gewinnen können. Es war quasi eine 1 plus mit Sternchen. Ihr seht, ich habe ganz viel hier markiert. Zum Beispiel sehr, sehr geil. Einblick schon mal. Die Kammer hat den Beklagten persönlich zu den Geschehnissen vom 26.05.2016 angehört. Aus seiner Darstellung ergibt sich aber keine Wahrscheinlichkeit für die Richtigkeit seiner Darstellung. Auf jeden Fall sehr süß, wie die Richter es auch nochmal unterstrichen haben, krass, dass es da keine Möglichkeit gibt, dass er recht hat. Oder auch ein guter Satz. Dieser dürftigen und lückenhaften Schilderung kann die Kammer kein Anzeichen dafür entnehmen, dass sich der Vorfall, wie vom Beklagten behauptet, zugetragen haben. Also er hat einfach mal wieder gelogen. Er hat wieder gelogen und wieder gelogen. Ich sag's nochmal, sobald Apo Fleck den Mund aufmacht, lügt er. Sobald er einfach nur irgendwas sagt, du kannst ihm nichts mehr glauben. Nichts. Überhaupt nichts. Deswegen das neue Video von gucke ich mir gar nicht erst an. Weil es hat für mich keinen Wert. Weil egal, was er sagt, es ist nur heiße Luft. Mehr ist es nicht. Könnte. Über meine Aussagen wird zum Beispiel gesagt, diese Aussage hält die Kammer für glaubhaft. Die Aussage ist in sich stimmig, widerspruchsfrei, nachvollziehbar und detailreich. Und auch sehr schön, der von der Öffentlichkeit lebende Beklagte muss sich dieser Auseinandersetzung stellen und hat die Äußerung der Klägerin daher hinzunehmen. Oha. Kurz gesagt, oha. UpRed kann jetzt mal die Schnauze halten und ich werde jetzt reden. So ich nämlich. Ich habe die letzten 3 Jahre zu dem Fall geschwiegen, weil das ja alles hinter den Kulissen abgegangen ist. In diesem Video werde ich versuchen, euch einen kleinen Einblick hinter die Kulissen zu geben, um damit hoffentlich einen Einblick in solche sexuellen Belästigungssituationen und Opfer-Täter-Umkehrstrukturen zu geben. Ich werde natürlich auch ein bisschen vom Gerichtsprozess erzählen und wie viel Fame und Geld man denn als Frau bekommt, wenn man öffentlich über solche Belästigungen spricht. Plot-Twist, du kriegst weder Fame, du kriegst kein Geld. Alle werden über dich herfallen und sagen, dass du eine Schlampe bist. 100 Pro. Gebe ich dir jetzt schon schriftlich. Genau das wird bei ihr auch passiert sein. 100 Pro. Spoiler! Ich wurde nur beleidigt und habe Tausende von Euros aus eigener Tasche gezahlt, die ich wahrscheinlich niemals wieder kriegen werde, weil UpRed insolvent ist. Naja, aber vor allem möchte ich natürlich Awareness für das Thema sexuelle Belästigung schaffen, sowie Hilfestellung und Selbstreflexionsansätze zu geben für solche Situationen. Ich habe auch sowas Schlimmes erlebt, habe aber nie drüber geredet als Mann oder ausgelacht. Ich habe auch sowas erlebt, habe ich auch. Aber das ist gerade auch nicht das Thema hier. Es geht nicht um uns, es geht gerade um sie und ihre Story. Ja, also es ist jetzt, das ist jetzt auch kein Ding. Ich werde jetzt auch nicht anfangen bei der Story. Ja, aber Männer haben, das hat hier überhaupt nichts verloren. Das ist gerade auch gar nicht das Thema. Es geht jetzt konkret um sie und ihren Fall und wie sie damit in die Öffentlichkeit oder was ihr damit mit der Öffentlichkeit passiert ist und so weiter. Nur darum geht's. Denn hier in diesem Fall wurde unfassbar beschissen mit der Situation umgegangen, leider. Ich habe mir natürlich auch viele Gedanken dazu gemacht, wie ich dieses Video hier angehen möchte. Und ich hätte natürlich auch so Sachen ähnlich wie Mimi aneinander schneiden können. UpRed sagt A, die Wahrheit ist eigentlich B. Oder auch einige Reaction-YouTuber hier bloßstellen können und aufzeige, was für unendlichen Schwachsinn sie mir über mich erzählt haben. Okay, ich habe gerade Probleme, mich zu konzentrieren. Die Katze ist unglaublich süß. Es tut mir leid, ich versuche ihr zuzuhören, aber ich höre das Schnurren von der Katze. Ich will nicht vom Thema ablenken, aber diese Katze ist einfach unfassbar süß und ich muss die ganze Zeit da hingucken und dann wird die so durchgestreichelt und schnurrt und ich kann mich nicht aufs Thema konzentrieren. Schwierig. Oder prinzipiell Schwachsinn erzählt haben, so, der jetzt, ich sag mal, nicht so als positive Vorbildfunktion durchgehen würde, sagen wir es mal so. Aber ganz ehrlich, so, das will halt meiner Meinung nach wieder Nebenkriegsschauplätze schaffen und ich habe gar kein Interesse daran, irgendwie Drama oder Beef mit irgendwelchen Leuten anzufangen. So, nee, habe ich keinen Bock drauf. Ich möchte, dass hier Awareness für das Thema sexuelle Belästigung geschaffen wird. Leute vielleicht einen Einblick kriegen und einfach mal drüber nachdenken, wie sie im Internet und auch prinzipiell generell mit solchen Fällen umgehen. Ob man da nicht selber vielleicht so ein bisschen besser, ja, mit solchen Situationen und Fällen umgehen kann. Prinzipiell ist natürlich am wichtigsten, das Kernproblem anzugehen. Nämlich gucken, dass es überhaupt gar keine Täter gibt. Aber ich denke, es ist ebenso. Die einen sehen die Katze, die anderen was anderes. Wenn du Titten sehen willst, dann geh doch einfach auf OnlyFans oder so. Wenn du in deinem Leben zu wenig Titten gesehen hast, ja, dann ist okay, dann genieß es einfach stillschweigend.
dann genieß es einfach stillschweigend. Du musst jetzt keine Lebensgeschichte draus machen. Ja, wir wissen, was Brüste sind. Wir haben alle schon Brüste gesehen. Unfassbar wichtig. Ihr wisst, wie es ist. Ganz ehrlich, es musste natürlich. Niemand hat erwartet, dass nicht so ein Kommentar kommt. Wir leben leider in dieser Timeline. Es tut mir leid. Als Gesellschaft und dementsprechend auch als individuelle Person. Also jeder kann Leuten helfen. Und sei es einfach mal nur eine nette... Oh nein, nicht auch noch Gronkh? Ja, ich habe auch schon Titten gesehen im Leben. Stell dir vor. Hab nicht gezählt, aber weiß, wie Brüste aussehen. Nachricht zu schreiben, weil ich glaube, das hätte Silvi und auch mir geholfen, wenn da einfach ein paar mehr positive Nachrichten gewesen wären, die gesagt hätten, hey, ich glaub dir, du schaffst das. Einfach als private Nachricht, so, da muss man sich auch mit niemandem anlegen, aber wenn man sieht, dass zwei Frauen da so auseinandergerupft werden, wäre das, glaube ich, einfach schön gewesen, weil es ist halt wirklich so, auf 100 Scheißnachrichten kam da vielleicht mal eine nette und es ist zu viel. Es ist zu viel Hass und zu wenig Solidarität und zu wenig Nettes gesagt wurden in dieser ganzen Debatte. Und ich glaube, das ist halt auch einfach ein ganz, ganz großes Problem, dass die Leute, die die Situation komplett verstehen, gegenüber den Opfern halt auch ruhig sind. Und das ist halt auch nicht so cool. Nicht nur nicht cool. Eine Frau, die über sexuelle Belästigung redet, dann kommen Menschen mit solchen Kommentaren. 100% sind unter dem Video auch solche Kommentare. 100%. Aber was nie passiert, wenn du einen Fitness-Influencer siehst oder irgendeinen Typen, der sich oben ohne ablichtet, wie er gerade seine Muskeln zeigt und so, und der wird einfach, wenn der vergewaltigt wird oder so, dann sagt keiner, naja, jetzt er kommen sehen. Ja, der hat doch diese Muskelfotos. Ne? Ist doch klar, dass der ein Arsch wird. Ist doch selber schuld. Habe ich noch nie gehört, dass das so rum passiert ist. Weird. Aber vielleicht ist es auch nicht meine Bubble. Ich habe keine Ahnung. Also, Leute, ganz ehrlich, wenn ihr euch nicht, ist auch was ganz anderes. Auch wenn man bei Frauen sagt, oh, die Brüste hängen raus, ist doch klar, dass sie belästigt wird. Ist was ganz anderes? Okay, ja gut, verstehe. Ja, okay, klar. Weil das Brüste sind oder was? Also weiß ich nicht. Ganz ehrlich, können wir uns vielleicht einmal eben auf das Thema hier konzentrieren, ohne dass euer Blut gleich in eure Eier fließt? Können wir uns einmal auf das Thema fokussieren, ohne dass ihr wieder irgendwas draus machen müsst, weil ihr wieder Titten gesehen oder irgendwer wieder Titten gesehen hat und damit nicht umgehen kann? Können wir das einmal machen? Nur ein einziges Mal? Könnt ihr das eine Stunde aushalten? Die Leute, die jetzt sagen, oh, Ausschnitt, die können nachher wieder auf Pornhub gehen oder auf X-Hamster oder auf XNXX oder keine Ahnung, was es alles gibt, ja? Und dann kannst du dich da wieder ein bisschen beruhigen. Ja, aber wir können uns mal eine Stunde wenigstens konzentrieren gerade. Guck auf die Katze, guck vielleicht auf das Make-up, guck den geilen Schmetterling im Hintergrund oder so. Da gibt es viele Sachen, wo man hingucken kann. Da muss man nicht unbedingt. Ja, es gibt vieles, worauf man sich hier konzentrieren kann. Baby Yoda im Hintergrund und so weiter. Gibt vieles, wo man sich konzentrieren kann. Nur mal so, ne? So, lass uns doch einmal beim Thema bleiben gerade. Der Baby Yoda ist übrigens auch sehr cool. Dennis hat auch so einen. So, und der Schmetterling hinten ist auch sehr cool. So, Rainer jetzt. Das ist halt auch einfach ein ganz, ganz großes Problem, dass die Leute, die die Situation komplett verstehen, gegenüber den Opfern halt auch ruhig sind. Und das ist halt auch nicht so cool. Nicht nur nicht cool, sondern halt auch fatal, weil dann sind die Stimmen der Hater definitiv lauter. Und das kriegt ein Opfer bzw. eine betroffene Person einfach auch dann zu spüren. Und zwar mit voller Wucht. Absolute Kurzfassung. Okay, jetzt bin ich gespannt. Absolute Kurzfassung okay, in ein aber. Paar Sätzen für euch schon mal vorab. Es gab Vorwürfe gegen den YouTuber ApoRed, dass er eine YouTuberin sexuell belästigt hat. Er hatte daraufhin ein 20-Minuten Beleidigungsvideo gemacht, in dem er sie als dreckige, hässliche und Lügnerin bezeichnet. Natürlich. Da das Video öffentlich auf YouTube war, hat sie dementsprechend super viel Hassnachrichten, Morddrohungen und so weiter von seinen Fans bekommen. Ich habe daraufhin Solidarität gezeigt und gesagt, dass man der Frau glauben sollte, denn 2016 hatte ApoRed mich bereits auch schon sexuell belästigt. Ich habe dann meine Geschichte erzählt und ihn als Täter mit Namen genannt. Dann ist ApoRed öffentlich auf mich losgegangen und hat insgesamt über 16 Stunden Videomaterial hochgeladen, in denen ich als Lügnerin dargestellt wurde. Währenddessen ging hinter den Kulissen alles vor Gericht und guess what? Ich bin hier nicht die Lügnerin in der Geschichte. Das ist soweit erstmal die Kurzfassung. Aber so wer den Fall die letzten 3 Jahre verfolgt hat, der weiß, oh, da gibt es noch sehr viele Details und Hintergründe. Oder sollte ich eher sagen, Abgründe. Ich werde die ganze Situation gleich etwas detaillierter erzählen, denn ich denke, das ist auf jeden Fall angebracht. Nicht nur für Leute, die vielleicht jetzt so gar nicht im Thema sind oder allein schon für die Zukunft, sondern es haben sich so viele YouTuber, Zuschauer und so weiter eingemischt,
über die letzten 3 Jahre. Und es sind so viele Nebenkriegsschauplätze entstanden. Viele Leute haben Sachen durcheinander gebracht. Dadurch wurde das Thema teilweise auch ein bisschen verwässert oder Falschinfos sind durchgekommen. Wie immer. Von daher denke ich, macht das nur Sinn, dass ich da einmal eine detailliertere Zusammenfassung mache. Einfach als Überblick für uns alle. Ich denke, das ist ganz wichtig, in diesem Video hier zu haben. Bevor ich da aber ins Detail gebe, würde ich ganz gerne noch eine Sache ansprechen. Und zwar diese... Ich verstehe nicht, warum man sowas erfinden muss, um sich schnell auf Kosten anderer in den Mittelpunkt zu stellen. Meinst du, Carina hat es erfunden? Meinst du, sie hat die ganzen Jahre vor Gericht verbracht und das Gericht hat ihr in allen Punkten Recht gegeben und du kommst jetzt von der Seite reingeschlittert, weißt gar nicht, worum es geht und sagst, sie hat das erfunden? Oder was meinst du? Oder meinst du ApoRed, die 20 Stunden? Du musst das besser formulieren. Die Mods sind heute scharf. Und ich verstehe, warum. Die A-Mods, sorry, liebe Mods, ne? Übrigens wegen heute, es wird wild heute, glaube ich. Ich glaube, er meint vielleicht ApoRed, wir müssen ihn, glaube ich, nicht bannen. Ich glaube, er meint ApoRed, dass Apo die Sachen erfunden hat, weil, sagen wir mal ganz ehrlich, Apo ist einfach Märchenonkel. Aber ihr müsst die Sachen heute gut formulieren, ja? Ihr müsst die Sachen heute gut formulieren, weil die Mods sind heute scharf. Zum Glück sind die da. Und falls es irgendwen interessiert, ich finde den Pulli sehr cool. Ich persönlich finde den Pulli sehr cool. Ich weiß ihn zu schätzen. So, habe ich jetzt einfach gesagt. Punkt. Das ist absolut absurde. Trotzdem fokussiere ich mich auf die Story. Menschen, wenn es um sexuelle Belästigungsfälle geht. Ich würde auch tragen, aber bei mir. Naja, ich arbeite dran. Warte. So, jetzt aber. Da verhalten sich nämlich komischerweise Leute ganz anders, als sie normalerweise Situationen angehen würden. Ich gebe euch dafür einfach mal ein verständliches Beispiel. Okay. Stellt euch vor, ihr kommt als außenstehende Person an einen Unfall. Ihr selber habt nichts gesehen, nichts vorher mitgekriegt. Ihr kommt dahin, ihr seht, eine Frau liegt am Boden, ist verletzt, blutet vielleicht und ist am Schreien. Ah, ich habe so Schmerzen, der Typ da vorne, der hat mich angefahren. Der Typ sagt direkt so, nein, war ich nicht. So, was würde man als außenstehende Person in dieser Situation tun? Erste Hilfe leisten. Man ruft die Polizei, man verarztet vielleicht irgendeine Wunde. So, das ist das, was normalerweise in solchen Situationen passieren würde. So, jetzt projizieren wir mal einen sexuellen Belästigungsfall einfach auf so eine Unfallsituation. Da ist nämlich komischerweise für außenstehende Leute nicht die erste Intention, oh, dem Opfer helfen, erste Hilfe irgendwie leisten. Nö, die erste Intention von vielen Menschen ist einfach, weiß ich jetzt nicht, ist das da überhaupt Blut? Schreit die Frau nicht nur für Fame, Geld und Aufmerksamkeit? Guck mal, wie die aussieht. Die wollte bestimmt angefahren werden. Ganz ehrlich, wer über die Straße geht, der ist doch selber schuld, angefahren zu werden. Damit muss man doch rechnen. Diese dreckige, hässliche Lügnerin. Es kommen immer mehr Leute an die Unfallstelle und Leute fangen an mit... Ja, der Vergleich ist, du kannst das nicht 1:1 reproduzieren. Ich glaube, es ist schwierig, dazu einen Vergleich zu finden, aber ja, im Grunde genommen stimmt es schon, weil die wollte angefahren werden, was geht ihr auf die Straße? Ja, so im Grunde genommen, ich verstehe es schon. Ich glaube, man kann es besser verstehen, wenn man selber betroffen ist. Ja, wenn man nicht außenstehend ist. Ich glaube, dann ergibt dieses Beispiel für dich wahrscheinlich mehr Sinn. Aber ja. Es ist schwer, Vergleiche zu finden, weil das Thema für sich steht. Ja, du kannst es nicht mit Obst oder Gemüse oder sonst, ist schwierig. Genau. Es ist, glaube ich, nur, das Beispiel wurde nur gewählt, um es für Leute greifbar zu machen, wie unfassbar absurd das Ganze anders gehandhabt wird als bei anderen Thematiken. Ja, wie teilweise sehr weirde Aussagen kommen, nur um sexuelle Belästigung oder Übergrifflichkeiten irgendwie zu relativieren. Dass man irgendwie sagen kann, ja, ist doch gerechtfertigt, klar. Warum auch immer man das machen sollte. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht mal, was bei Leuten vor sich geht, dass man einfach sagt, ja, ist doch so, ist doch, ja klar. Die hat doch gebettelt, darum angefasst zu werden. Das war, hä? Was spielt denn bei Leuten, hä? So, klar, beim Unfall geht's halt, das ist ein Unfallopfer wie bei Pro, aber bei sexueller Belästigung, da geht es halt darum, die Grenzen von anderen Leuten zu respektieren, egal was sie anhaben. Ja? Da läuft jetzt niemand komplett nackt durch die Gegend, aber oh, Minirock, natürlich, da habe ich jetzt einen Freifahrtschein. Aber vielleicht hören deine Freiheiten bei den Freiheiten anderer Menschen irgendwie auf. Aber manche Leute kriegen das einfach nicht geschissen, das in ihren Kopf zu kriegen. Und sehen Frauen überhaupt gar nicht als Menschen, sondern einfach nur irgendwie als Sexobjekte. Warum auch immer. Wo auch immer das herkommt, das ist wieder ein ganz anderes Thema. Ja, aber irgendwie,
scheint das bei manchen Leuten so im Kopf drin zu sein. Und dann versucht man das für sich selber zu rechtfertigen, warum das keine sexuelle Belästigung ist. Vielleicht damit man selber vor sich selbst eventuell nicht so scheiße dasteht. Ja, weißt du, was ich meine? Anders kann ich es mir nicht erklären, warum man das versucht zu relativieren oder zu rechtfertigen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es einfach nicht. Selbst nackt wäre kein Freifahrtschein. Natürlich nicht. Um Gottes Willen. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Was? Ich kenne den Fahrer. Das ist mein Bresser Bro. Der kann die gar nicht angefahren haben. Das kann gar nicht sein. Der hat gar keinen Führerschein. Sonst fährt er immer nur Fahrrad. Außerdem habe ich letzte Woche gesehen, dass der was mega Nettes macht. Sowas wird der doch nicht tun. Der fährt immer viel zu langsam. Das kann gar nicht passiert sein. Alle sagen das. Es ist so absurd, oder? Aber genau das passiert ständig, wenn es um sexuelle Belästigungsfälle geht. Und genau das ist quasi mir in diesem Belästigungsfall hier auch passiert. Yep, war eine super geile Zeit. Meine DMs waren die letzten Jahre voll mit Hass und auf so... Bitte block mich, möchte dich nicht. Clown-Emotes kann ich inzwischen auch nicht mehr sehen. Ich wollte dich doch nur massieren. Alter, was für ein Entschuldigung, einfach aus dem Affekt. Meiner Meinung nach bist du wahrscheinlich eine Lügnerin. Du Klängenhuhe, kau der ihn lieben. Hurentochter. Alter, was für Bastarde, allesamt. Allesamt Bastarde, Entschuldigung. Und dann wundern, warum man abends ungefähr ins Bett geht. Weil man einfach nicht mal das Minimum an Respekt irgendwie aufbringen kann vor Mitmenschen. 100 Shitstorm-Nachrichten, kam vielleicht mal eine positive, nette, mega cool. Übrigens, wenn man... Ich möchte mich entschuldigen, falls ich im Laufe des Videos etwa sauer werde oder ausfallend. Ich entschuldige mich jetzt schon mal, ja. Es kann passieren, manchmal bin ich emotional bei manchen Themen. So, manchmal regen mich Menschen auf. So, weil es gibt einfach so viele Menschen da draußen, die einfach... Holy shit. Ich verstehe es manchmal nicht. Ich bin eigentlich ein lieber Mensch. Ich wünsche niemandem was Schlechtes. Aber dann habe ich wieder Tage, ja, und da klatschen die ganzen Infos auf dich ein. Und dann willst du mit einem Mähdrescher durch die Gegend fahren. Durch die Kommentare da gerade. Entschuldigung. Ich entschuldige mich jetzt schon mal. Es kann sein, dass ich heute vielleicht ein bisschen emotional reagiere. Entschuldigung. Wenn man solche Unfallsituationen mal auf öffentliche Fälle mit der sexuellen Belästigung projiziert, dann hätte man quasi in so einer Unfallsituation plötzlich noch etliche Reporter, die von allen Seiten kommen, die alle Täter-Opfer-Situationen aufnehmen wollen, natürlich alle selber richtig viel Asche dabei machen. Dann wird zwischendurch nur noch der Täter irgendwie interviewt. Es wird noch ein Placement reingehauen. Der Täter kriegt dabei natürlich über 90% der Sendezeit, während der Frau... Wisst ihr noch damals, als man noch Respekt vor Presse hatte? Ist lange her. Also einige von euch wissen das gar nicht mehr. Es gab eine Zeit, da war so Presseausweis, Journalisten und so, da hatte man richtig Respekt vor. Und inzwischen, es gibt immer noch respektable Medien, keine Frage, aber inzwischen ist das einfach so ein Morast geworden aus Clickbait und irgendwelchen Schlagzeilen, die dann teilweise nichts mehr mit Artikeln zu tun haben oder irgendwelche aufgedunsenen Artikeln, wo aus nichts einfach irgendwie Content generiert wird, um irgendwie auf sich aufmerksam zu machen. Ragebait ohne Ende, Hauptsache Leute klicken, ist doch egal, was sie davon halten und die Kommentare befüllen. Framing ohne Ende, überall, einseitige Berichterstattung, überhaupt nichts mehr mit Journalismus zu tun. Überhaupt gar nichts mehr. Und ja, es gibt immer noch gute Reporter und Reportagen, es werden immer weniger. Ja, ist leider so. Und es liegt nicht mal daran, dass die Journalisten an sich keinen Bock hätten, dass es die nicht noch irgendwo gibt. Ja, aber die kriegen immer weniger Arbeit, weil du brauchst immer mehr Leute, die einfach Schlagzeilen erschaffen. Es geht immer mehr in Richtung Bildstandard. Immer mehr. Boah, vor allen Dingen bei Online-Medien. Furchtbar. Sorry, hat nichts damit zu tun, aber ja. Ja. Frau aber weiterhin vorgeworfen wird, dass sie alles nur für Fame, Geld und Aufmerksamkeit macht. Es wird einfach alles nur richtig wahnsinnig und man denkt sich so, what the fuck, es ist doch eigentlich so einfach. Erste Hilfe leisten und damit ist es doch schon gegessen. Niemand erwartet, dass man sich für das Opfer prügelt, den Täter angreift oder das Opfer angreift. Also what the fuck einfach nur, Leute. Ja, ihr merkt schon, in diesem Fall ist einiges beschissen gelaufen und ich denke, man hätte einiges besser und anders machen können. Aber jetzt kommen wir erstmal dazu, was ist eigentlich genau im Detail abgegangen. Oh, warte mal, den Track kenne ich aber. Ich wollte schon sagen, Entschuldigung, hat nichts mit dem Video zu tun, aber 100 pro Carina guckt Rezo. 100 pro, ich bin mir so sicher. Vorhin auch, weiß ich nicht. Ja, 100 pro. Ich finde ich gut, genau. Es ist wieder Zeit für so ein Video. Ja,
Und die Zerstörung war vorhin auch, ich erinnere mich, sie hat noch gesagt, die Zerstörung. Ja. Genau, im Detail. Ich liebe den Beat einfach. Ich liebe diesen Beat. Der ist so sick. Oh. Ach ja, aber ach, guck mal, da steht der auch. Warte. Come on, einmal muss der Song rein. Da unten steht's noch. Da unten steht's noch schön im Untertitel. Okay, nice. Nice, finde ich gut. So, ich würde euch dann jetzt einmal eine etwas detailliertere Zusammenfassung über die Gesamtsituation geben. Denn das Ganze haben ja hunderttausende Menschen mitgekriegt und über die Zeit wurde ganz viel durch andere YouTuber und wie gesagt auch Zuschauer durcheinander geworfen. Deswegen ist dieser Überblick, glaube ich, ganz sinnvoll. Um die ganze Situation besser zu verstehen, müssen wir noch ein Ticken weiter in die Vergangenheit zurück. Und zwar ins Jahr 2016. Da hat nämlich die YouTuberin Sylvie Carlson ein Video gemacht, in dem sie erzählt hat, dass sie auf dem Webvideopreis 2016 von zwei YouTubern sexuell belästigt wurde. Sie hat dabei die Namen der Täter nicht genannt und wollte einfach Awareness für das Thema sexuelle Belästigung schaffen. Niemand wusste also damals, welche beiden YouTuber sie explizit damit gemeint hat. 4 Jahre später, jetzt kommen wir ins Jahr 2020. Da hat nämlich der YouTuber Mimi in einem seiner Videos als Nebensatz gedroppt, dass damals Sylvie ApoRed und Leon mit der Belästigung gemeint hat. Ja, die stellt dann später wieder entfernt, um Sylvie nicht noch weiter in die Schusslinie zu stellen. Das ist sehr lieb, da war es natürlich aber schon zu spät. Danach hat also Mimi 2020 die Namen der Täter veröffentlicht. ApoRed hat davon mitgekriegt und dann ein 20-minütiges Video gegen Sylvie gemacht, in dem er sie als dreckige, hässliche Lügnerin und so weiter betitelt. Es war absolut widerliches Victim-Shaming, dieses Video. Da muss man sich sowieso mal fragen, wieso greift er Sylvie an? Denn sie hatte ihn ja niemals öffentlich als Täter überhaupt genannt. Und das ist eigentlich das Beste an der ganzen Sache, ApoRed war es auch noch selber, der sich als von Sylvie gemeinte Täter bestätigt hat. Er hatte sie nämlich vor seinem Beleidigungsvideo privat bei Instagram angeschrieben, sie dann natürlich bestätigt, dass sie ihn meint und er hält diesen privaten Chat auch noch in seinem öffentlichen Video in die Kamera. Und bei so einem Menschen holen sich manche Menschen Finanztipps. Du kannst es ja nicht ausdenken. Ich würde einfach mein Geld verbrennen, dann wird es wenigstens kurz warm. So Panne muss man erstmal sein, ja, oder? Das vor allem, dass er ihr dann noch vor, das muss man nur hinkriegen. Fame und Geld von ihm abgreifen, so. Macht ja gar keinen Sinn, weil sie ihn ja nie als Täter genannt hatte, sondern er es sogar selber war, der es bestätigt hat, dass sie ihn meinte. Also, fällt mir nichts mehr zu ein, ohne Witz. Und dass sie dann beleidigt wird von seinen ganzen Fans, weil er seine Fans auf sie hetzt. Ich möchte dazu nochmal ganz kurz zur Relation. Damals hatte Apo noch Zuschauer. Also damals hat er einen viel größeren Dunstkreis gehabt. Der war sehr, ja, er war damals, war der damals im Hype 2016? Ich glaube, eine Weile lang war das irgendwie kurz so, ne? Das kann es doch nicht sein, aufgrund seines Fehlverhaltens. Vielleicht hätte der Junge auch einfach mal in den Spiegel gucken sollen bei seinem Du lügst nur und willst nur Fame, Geld und Aufmerksamkeitsvideo. Aber hey, wer bin ich da schon, das zu entscheiden? ApoRed hatte also dieses Beleidigungsvideo gegen Sylvie gemacht und sie etliches an Morddrohungen und Hate im Internet kassiert. Und das ist der Punkt, an dem ich ins Spiel kam. Und zwar habe ich dieses Beleidigungsvideo gesehen und dachte mir nur so, das kann nicht sein, dass ausgerechnet er sich dahin stellt, der mich ja damals auch schon belästigt hat und dann noch eine andere Frau im Internet dafür schämt und es da auch um einen Belästigungsfall geht, wo er Täter ist. Ich dachte mir so, es kann nicht sein. Und dann habe ich halt Solidarität gezeigt, habe meine Story erzählt, einfach um den Leuten klarzumachen, hey, glaubt der Frau, der hat das Gleiche bei mir auch gemacht. Übrigens kannte ich Sylvie zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Wir haben uns noch nie gesprochen oder gesehen zuvor. Aber ich fand es einfach wichtig, in solchen Situationen zusammenzuhalten, Solidarität zu zeigen, einfach aus moralischen Gründen. Und gerade als Frau ist man leider sexuelle Belästigung gewohnt und man weiß genau, wie scheiße sowas ist, wie die Gesellschaft damit umgeht. Deswegen war es mir so wichtig, dass ich ihr da helfe. Mittlerweile kennen wir uns natürlich. Herz und Liebe gehen raus an dich, Sylvie. Meine Veröffentlichung erfolgte damals übrigens. Es ist keine Relativierung. Ich möchte damit auch niemanden irgendwie gut sprechen oder Absolution erteilen oder sonst irgendwas, weil ich gerade im Chat gelesen habe, dass es teilweise unterirdisch war, was dann geschrieben wurde hier. Da läuft es gerade noch vorbei, was dann bei ihr geschrieben wurde teilweise oder bei den beiden. So frauenverachtend und so weiter. Man muss bedenken, die Leute, die bei damals, weiß ich nicht genau, aber die bei einem
Apo zuschauen oder vielleicht auch bei dem Kollegenkreis Leon oder was weiß ich. Das sind sehr, sehr, sehr junge Menschen. Die haben, glaube ich, also ich weiß auch nicht genau, ich kenne die Demografie nicht, ja. Das sind eigentlich eher Kinder und ich glaube, die Zuschauer dort haben, glaube ich, auch nie eine Sozialkompetenz erfahren. Sonst würden sie da wahrscheinlich weniger zuschauen. Ich weiß nicht genau. Leider sind es nicht nur Kunden. Ja, ich glaube, die Demografie da ist schon. Also wahrscheinlich gibt es auch Ausnahmen, aber der Hauptteil der Demografie werden Kinder sein. Genau, die sind sehr beeinflussbar. Die sind sehr. Das soll nichts relativieren, um Gottes Willen. Ja, ist keine Entschuldigung. Ja, aber Kinder sind scheiße. Wollen wir das mal festhalten. Und Kinder sind sehr, sehr beeinflussbar. Das ist leider so. Ja, ist wirklich so. Und das ist ein Cocktail, wenn du den auf jemanden loslässt. Deswegen wird das wahrscheinlich auch in dieser überproportionalen Anzahl gewesen sein, dass die Leute da teilweise die Kommentare konnten kaum schreiben oder sonst irgendwas. Ja, wie gesagt, ich möchte da nichts relativieren, ich möchte auch keine Absolution erteilen, um Gottes Willen gar nicht. Ich möchte nur erklären, wie es sein kann, dass da so viel Dreck zusammenkam. Das wollte ich nur erklären. Ja, das sind wahrscheinlich Leute, wenn die einfach mal 5 bis 10 Jahre älter werden, die werden sich schämen dafür, hoffe ich zumindest, im besten Fall. Ja, also ich glaube soweit immer noch an das gute Menschen, dass sie sich 10 Jahre später dafür schämen werden und sagen, holy shit, was habe ich denn da gemacht? Die Aussage war unpassend. Okay, Kokomina, was war, Kokomina, komm. Komm nach vorne, komm vor die Klasse und sag mir, was daran unpassend war. Was genau war meine Aussage denn unpassend? Nachdem ich 30 Mal gesagt habe, ich möchte es nicht relativieren, ich möchte nicht, ne, oder sonst irgendwas. Erzähl mir doch mal, was daran unpassend war. Oder war das unpassend, dass ich sage, die schämen sich hoffentlich in 10 Jahren dafür? Wollt's nur mal wissen. Kinder sind scheiße, fand ich auch unpassend, aber Kinder sind scheiße. Ich meine nicht, Kinder sind im Gesamtkonstrukt scheiße, Kinder sind unsere Zukunft, aber Kinder sind scheiße, die verbrennen Ameisen und so weiter. Kinder sind erstmal scheiße. Ja, Kinder sind grausam, ja. Kinder sagen Dinge unreflektiert einfach raus. Dinge, die einfach irgendwie in den Kopf, da ist kein Filter noch drin im Kopf irgendwie, die fallen einfach raus und die sagen furchtbare Dinge. Ich hoffe, das wird auch so verstanden und nicht irgendwie, ich hasse Kinder und ich hoffe, dass die alle brennen. Das habe ich nicht gesagt, um Gottes Willen. Nur wenn sie schlecht erzogen wurden. Ja, Kinder unter sich und so weiter. Es fehlt halt trotzdem noch der Filter. Der kommt ja erst über die Jahre. Du kriegst ja das erst mit, diese Sozialkompetenz und so. Du kannst sagen, was du willst. Die Leute hören das, was sie hören wollen. Ich wollte das gerade nur klären. Ja, nicht, dass man mich falsch versteht oder so. Ich wollte nur erklären, wie es sein kann, dass da so überproportional viel Negativität zurückkam, sage ich mal. Das habe ich jetzt sehr höflich formuliert, hoffe ich. Also, und außerdem wollte ich nicht so lange Pause machen. Okay, Kokomina, ich hoffe, du bist nicht böse, wenn ich dich wieder zumache, ja? Ich hoffe, ich habe den Punkt geklärt. Ich hoffe, das war der Punkt, der dir nicht geschmeckt hat. Ich hoffe, dass das jetzt okay ist. Und Erziehung, ja, ich gebe euch recht, aber auch, es spielt noch viel in die Charakterbildung rein. Freundeskreis, wo man sich rumtreibt, pipapo. Da spielt noch viel, viel rein in so eine charakterliche Entwicklung. Auch eigene Erfahrungen. Erziehung ist natürlich ein großer Teil, aber Erziehung alleine ist es nicht alleine, so rum. So, Kinder sind dumm, scheiße ist so extrem. Ja, ich bin halt ein Kind der Straße. Ich war auch scheiße. So, ich weiß das im Nachhinein. Ja, oft vergisst man das, aber ich war als Kind auch nicht unbedingt der Einfachste. Komm, wir machen weiter. Ich möchte jetzt nicht hier eine Stunde themenfern diskutieren. So. Über Instagram-Stories, welche ihr auch immer noch in meinen Highlight-Stories auf meinem Instagram-Profil angucken könnt. Also so. Die Original-Stories, die ich damals 2020 gemacht hatte. Noch am selben. Es ist nicht einfach Erziehung. Ich habe super Kinder erlebt, die keine guten Eltern hatten. Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, es ist halt, das Charakterbildung ist ein Puzzle aus sehr vielen Elementen. Aber ich will jetzt da auch nicht drauf, das ist jetzt nicht unser Thema.
Das müssen wir auch nicht vertiefen. Ich hoffe, das ist okay. So, warte, wir gehen wieder rein. Warte. Also die Original-Stories, die ich damals 2020 gemacht hatte. Noch am selben Abend, als ich meine Veröffentlichung gemacht habe, hat der YouTuber Unge einen Livestream gemacht, in dem er sich meine Instagram-Stories angeschaut hatte, dann UpRed zu sich in den Talk geholt hat, in den Livestream. Und dann habe ich das Ganze gesehen und dachte mir, es kann doch nicht sein, dass der jetzt eine Redebühne kriegt und sich da irgendwie rauswindet. Finde ich aber auch schwierig, dass dann so... Bist du als Kind auch mal angefahren worden, ständig. Ich finde es schwierig, nur ApoRed da reinzuholen in den Talk, weil natürlich wird ApoRed halt seine Propaganda verteilen. Dann bin ich mit in diesen Livestream gekommen und habe mit ApoRed geredet. Guess what? Es war nicht so wirklich erfolgreich. ApoFleck, Entschuldigung, ApoFleck. Er hat trotzdem immer noch gesagt, ich lüge und so weiter. Und ja, das war auch nicht so sinnvoll, dieser Livestream. Nach meiner Veröffentlichung und diesem Livestream ging es natürlich richtig ab, was Reaktionen von YouTubern anging oder halt auch Zuschauerkommentare. Ich wurde bombardiert mit Nachrichten von Leuten. Ganz viel Hassnachrichten habe ich gekriegt. Und ApoRed hat in den kommenden Monaten daraufhin über 16 Stunden Videomaterial hochgeladen. 16 Stunden Videomaterial. Ihr müsst euch, ganz kurz, in Relation, ihr müsst euch vorstellen, ApoFleck, der jetzt im Endeffekt das Gerichtsding haushoch verloren hat, in allen Punkten, hat in der Zeit 16 Stunden Videomaterial hochgeladen, wie scheiße sie ist und dass sie lügt. Und dass er das Opfer ist. 16 Stunden lang hat er dieses Narrativ über seine gesamten Zuschauer ausgegossen. Nachdem er das bei ihr abgezogen hat, meine ich. Er hat das bei ihr abgezogen und hat dann das gemacht. Alter. Das ist richtig dreckig. Das ist wirklich komplett dreckig. Das ist komplett dreckig. Also wenn du sowas machst, dann könnte es eventuell sein, ich bin mir nicht ganz sicher, aber dann könnte es sein, dass du ein Hurensohn bist. Ein kompletter, vollumfänglicher, 100-200-prozentiger Vollsohn. Und nicht mal vor dem Herrn, weil der Herr dich nicht mal anguckt. Der dreht sich mit dem Arsch zu dir. Der will mit dir nichts mehr zu tun haben, der Herr. Könnte sein, dass das so ist. Ich weiß natürlich nicht, ja? Ich habe mal gelesen, dass das eventuell eine These ist, die vielleicht sein könnte. Hochgeladen in Form von etlichen YouTube-Videos. Ich glaube, er hat in den ersten paar Wochen irgendwie 70.000 neue Abonnenten dazu gekriegt. Teilweise hatten die Videos über 500.000 Aufrufe, wo mein Name auch immer mit eingeblendet war. Und das Schlimme ist, du kannst den Leuten, die diese 16 Stunden Propaganda über sich haben ergehen lassen müssen, den kannst du nicht mal vorwerfen, dass sie ihm das geglaubt haben. Den kannst du uns nicht mal vorwerfen, weil damals wusste man noch nicht, was ApoFleck für ein verlogener Bastard sein könnte, eventuell, wenn man es so verstehen will. Ich versuche das immer schön zu formulieren, ja? Aber weißt du, was ich meine? Die haben ihm das natürlich geglaubt damals. Ich kenne sein Standing damals nicht. Ich habe keine Ahnung, ob der damals glaubwürdiger war. Wahrscheinlich offenbar ja nicht. Ja, offenbar nicht, aber vielleicht war es damals. Vielleicht war es damals nicht so. Ja, vielleicht hat sein Finanzberater ihm geraten, diese 16-Stunden-Videos zu machen. Kann natürlich auch sein. Puh, holy shit. Videos über 500.000 Aufrufe, boah, wo mein Name auch immer mit eingeblendet war. Er hat Twitch-Streams gemacht, hat Insta-Stories gemacht, auf TikTok sich dazu geäußert. Also es wurde komplett ausgeschlachtet, diese ganze Situation. Ich wurde von ihm als Straftäterin hingestellt oder dass mein Freund und ich Rassisten wären, was so ein Schwachsinn ist. Ne? Also es ist super viel crazy shit abgegangen, sag ich mal so. Und ja, es hat sich einfach wie so eine richtige... Also wenn ich ApoFleck beleidige, könnt ihr mich vieles nennen, aber kein Rassisten. Er ist eine Schande für seine Familie, steht gerade im Chat. Ich lese gerade einige Sachen vor. Hatte damals was mit dem Shirt ihres Freundes zu tun. Ah, okay, ja, okay. Du hast ihn ja nicht rassistisch beleidigt. Nö, ich beleidige ihn einfach allgemein. Würde ich machen, ja, würde ich machen. Also meiner Meinung nach, das ist, würde ich machen, wenn es dafür Gründe gäbe, die ich mir nie vorstellen könnte. Zum Glück ist er kein Türke. Puh. Die armen Afghanen. Tut mir leid, Leute. Tut mir leid. Ah, puh. Gronkh, du bist so ein Allmann. Ja, true. Gebe ich dir recht. Oh, boy, oh, boy, oh, boy. Okay, komm, wir machen hier weiter. Ist er ja eigentlich gesperrt? Ich glaube, der guckt hier nicht. Ich habe keine Ahnung. Dass mein Freund und ich Rassisten wären, was so ein Schwachsinn ist. Ne? Also, es ist
super viel crazy shit abgegangen, sag ich mal so. Und ja, es hat sich einfach wie so eine richtige Hass- und Hetze-Kampagne angefühlt. In diesen haufenweise war's Hass- ja auch. Und Hetze-Videos von Upload wandte er sich mehrfach an den YouTuber Mimi und an mich, dass wir uns bei Upload doch entschuldigen sollten. Ich sag mal so, seine Entschuldigung hat er gekriegt. Mimi hat daraufhin nämlich eine Entschuldigung an Upload Videoreihe gestartet. Die Videoreihe ist jetzt bei Folge 10. Gestern kam Folge 10 raus. Die müssen wir uns auch noch angucken. Der ApoRed in akribischer Detektivarbeit komplett auseinandernimmt. Hey Gronkh, warum beleidigst du seine Mutter? Ich bin ganz ehrlich, ich bin so weit, ich beleidige alles, was da irgendwie im Genpool ist. Ich habe da gar keine Probleme mehr. Das ist vorbei. Ganz ehrlich, die Suppe muss ja irgendwo herkommen. Das muss irgendwo seinen Ursprung genommen haben. Da wurde irgendwas zusammengekippt. Ich habe keine Ahnung, was niemals hätte zusammengekippt werden sollen. Also irgendwelche Gene wurden da vermischt, die sind keine gute Mischung. Hand aufs Herz. Lass sie nicht hinreißen, ich bin schon längst drin. So, finde ich nicht so cool, also was können Familienmitglieder dafür? Ist mir egal, ob du es cool findest oder nicht. Du kannst gerne die Familienmitglieder verteidigen, aber das hat gerade nichts zur Sache zu tun hier. Hat nichts damit zu tun. Und das Einzige, was du damit machst, ist einfach das gesamte Thema auseinanderzerren. Aber es geht um was komplett anderes. Und das wird sehr oft gemacht. Bei sehr vielen Diskussionen. Und dann wird es irgendwann vom Hundertsten ins Tausendste und dann werden so kleine Nebenkriegsschauplätze eröffnet, damit man nicht beim Hauptthema bleibt. Aber das wird hier nicht passieren. Ich bleibe beim Hauptthema. Und es kann passieren, dass ich manchmal irgendwen mit reinziehe. Und weißt du was? Ich bin jetzt auch mal so egozentrisch wie ein gewisser Herr Apofleck oder narzisstisch und ich sage, ist nicht meine Schuld. Ich wünschte, ich müsste das Video ja gar nicht machen. Ich wünschte, ich müsste gar nicht auf dieses Video reagieren, weil die Sache nie passiert wäre. Und ich wünschte, ja, die Leute, die jetzt versuchen, Apofleck irgendwie zu verteidigen, ich wünschte, die könnten vielleicht mal nachvollziehen, dass ich gerade emotional bin. Ich versuche, objektiv zu bleiben, ja, aber holy shit, der Typ hat so viel Scheiße gerissen, all die Jahre auf YouTube, dass ich mich wundere, dass der auch noch einen Channel hat. Dass der überhaupt noch einen Channel hat. Das ist die größte Frage. So, und versucht, ich verstehe euch, ja, geh nicht auf Mutter, Pipapo, lalala. Das ist überhaupt nicht das Thema gerade. Versucht das gerade einmal mal runterzuschlucken. Es geht gerade um was ganz anderes. Ich reg mich gerade aus, ich mache die Sachen aus dem Affekt. So, ich wünschte, ich müsste das hier gerade nicht machen. Und ja, stimmt, die Tapete ist aus meinem alten Stream-Overlay hier, guck mal. Du hast recht. Um beim Thema zu bleiben, die Tapete hatte ich früher als Stream-Background. Also nicht ihre, sondern ich hatte davon Textur. So, let's go, weiter geht's. In der ApoRed in akribischer Detektivarbeit komplett auseinandernimmt, die Tathergänge der Belästigung öffentlich analysiert und etliche Lügen und Machenschaften von ApoRed aufdeckt. Von mir hat ApoRed währenddessen eine ähnliche Entschuldigungsreihe gekriegt, allerdings in Form von Gerichtsschreiben. Und ich habe sogar vorher noch ein YouTube-Video. Die Leute wollen, was? Die Leute wollen nur nicht, dass du unnötig seine Mama beleidigst. Ja, aber vielleicht mache ich mit Huhn ja den Vater. Oha, außerdem habe ich gesagt, könnte sein. Ich würde ihn niemals ApoRed einen Huhn nennen. ApoRed mit dem Wort Huhn in Verbindung zu bringen, das Wort Huhn setzt sich doch nicht in Relation zu ApoRed. Ich sage, es könnte sein, dass er vielleicht einer wäre, ja, wenn gewisse Dinge passieren oder so, keine Ahnung, oder im Paralleluniversum, aber Huhn, ApoRed mit Huhn in einem, das sehe ich auch nicht. Also, weil ApoRed Huhn, das sehe ich nicht. Das kann ich nicht, das würde ich nicht machen. Ich habe nur gesagt, es könnte sein, dass es wäre, wenn irgendwas passieren würde. Also, bitte Fokus aufs Thema. Wir wollen bleiben. Beigekriegt, allerdings in Form von Gerichtsschreiben. So. Und ich habe sogar vorher noch ein YouTube-Video gemacht, und zwar auf dem extra dafür erstellten Cloud- und Aufmerksamkeits-YouTube-Kanal, um zu zeigen, so hey, mir geht es nicht um Fame, Geld und Aufmerksamkeit, sondern mir geht es einfach um den moralischen Solidaritätsaspekt, weil es einfach nicht okay ist, was da gerade passiert. Und habe versucht, ApoRed und Zuschauer zur Vernunft zu rufen. Hat nicht so funktioniert. Und deswegen hatte ich da schon gesagt, dass, wenn sich da jetzt nichts ändert, dass ich halt rechtliche Schritte einleiten werde. Ja, musste ich dann halt machen. Es ist nicht so, als hätte man ihm nicht die Chance gegeben. Er hatte mehrfach, auch während des Prozesses, die Gelegenheit, ja, das Ego runterzufahren, sich einfach mal zu entschuldigen. Tja, aber, ja, theoretisch.
Ego war größer, was soll ich sagen? Ich persönlich glaube, dass er versucht hat, mich einzuschüchtern mit seiner YouTube-Hetz-Kampagne und da versucht hat, einfach so als der Sieger der Situation irgendwie ja damit rauszukommen, weil auf YouTube-Ebene gibt es natürlich immer irgendwelche hirnverbrannten Zuschauer, die halt alles sofort glauben, was er sagt, was? Ohne Belege, ohne Beweise oder sonstiges. Was? Aber vor Gericht funktioniert das natürlich nicht so. Wenn er sich auf YouTube-Ebene hinstellt und sagt, oh, ich habe hier den Zeugen, so, dann glauben das alle und denken, ja, er hat recht, aber wenn er das vor Gericht macht, naja, dann muss er die Zeugen halt auch mitbringen und die wollen das. Beweis für die Tatsache, dass sich der Vorfall nicht für von der Klägerin geschildert hat, hat der Beklagte nicht angeboten. Oh boy. Prüfen und ja, er hatte vor Gericht nicht einen einzigen Zeugen. So, das ist halt so das Ding. Aber auf YouTube-Ebene war das zum Beispiel eine Sache, die er immer wieder behauptet hatte. Und Leute glauben das halt, ne? Aber ein Gericht prüft das nach. Und ich glaube, er hat halt nicht damit gerechnet, dass ich das wirklich vor Gericht durchziehe, sondern hat gedacht so, hey, er kann mich einschüchtern, ich mach das eh nicht, aber falsch gedacht. Hier auch mal einen kurzen Überblick über den Ablauf der ganzen Gerichtssituation. Im August 2020 ging das Ganze ja los. Leider musste ich ja dann mir einen Anwalt suchen, ja, die Klage dann einreichen. Übrigens hat Upward die ganze Zeit erzählt, er hätte uns alle verklagt. Bis heute ist keine Klage bei mir angekommen. Hä? Das war gelogen? Hä? Wie unüblich. Hä? Was? Mega unüblich. Was? Aber ich feiere es auch, dass sie es durchgezogen hat. Also sehr, sehr großen Respekt übrigens an der Stelle, nochmal an Carina Pusch, ja, dass sie sich nie hat zurückdrängen lassen, dass sie sich nie hat von diesen ganzen Shitstorms oder sonst irgendwas aufhalten lassen, von diesen ganzen Kommentaren und so weiter, von diesen ganzen komischen Abo-Red-Gesocks. Sehr, sehr starke Frau, ja, steht gerade im Chat, sehr, sehr starke Frau. Und hat es einfach komplett durchgezogen. Super geil. Super geil. Also Hut ab. Kann man auch mal nebenbei vielleicht nochmal erwähnen. Also er hat mich nicht verklagt, bis heute nicht. Und das hat er, glaube ich, keine Ahnung, wie oft in seinen Videos immer erwähnt. Stimmt also auch nicht. Und ja, was viele nicht wissen, die meisten kennen Shitstorms, weil sie anderen passieren oder passiert sind irgendwo, oft in der Öffentlichkeit. Aber ich glaube, die meisten von euch wissen gar nicht, was so Shitstorms mit einem machen. Wenn du, egal auf welche Plattform du gehst, überall quasi durch den Dreck gezogen wirst, 1000 Leute dir schreiben, lösch dich, du Arschloch, bla bla bla. Und das war noch sehr höflich, ich hoffe, deine Eltern sterben an Krebs und was nicht alles geschrieben wird. Also da ist wirklich alles an Beleidigung dabei, alles an Hass dabei. Leute sind sehr kreativ, was das angeht. Im richtigen Leben nicht so sehr, komischerweise. Aber da sind die, ne, sehr, sehr gut dabei. Und das halt nicht einmal oder zweimal, sondern zu Tausenden. Tausende von Nachrichten. Tausende. Und das macht was mit einem. Egal wie sehr du glaubst. Also ich glaube, irgendwann ist man an dem Punkt, wo man sagt, weißt du was, fickt euch alle. So. Wenn man es mal miterlebt hat, ist es, glaube ich, nicht mehr so wild. Man kriegt, also entweder geht man daran kaputt oder man kriegt ein dickes Fell. Eins von beiden passiert. Aber das wegen der Katze, ach Quatsch, das war Spaß. Das mit der Katze war doch, das war ein Spaß. Hoffe ich. Ich hoffe, das war ein Spaß. Hattest du was auch mal? Zweimal, ja. Und einmal, eigentlich beide Male einfach aus dem Arsch gezogen. Wenn ich das mal kurz so sagen darf. Aber das ist auch nicht das Thema. Ich wollte nur ganz kurz sagen, diese Shitstorms machen was mit ein und das macht es umso wertvoller und umso krasser, dass sie es trotzdem komplett durchgezogen hat. Und das können die meisten gar nicht nachvollziehen, was das mit einem macht. Ständig jeden Tag wieder und wieder von 1000 Leuten beleidigt zu werden und so weiter. Und durch die Manege getrieben. Ja. War das auch so heftig mit den Nachrichten? Ja. Auf jeden Fall. So, warte. Wen wundert's? Ich habe mir dann erstmal einen Anwalt gesucht, was gar nicht mal so einfach ist, denn komischerweise haben so fast 30 Anwälte schon keinen Bock mehr gehabt, wenn sie hören, dass es um einen sexuellen Belästigungsfall geht. Da dachte ich mir auch so, what the fuck ist das denn? Und dann kommt ja noch hinzu, dass das Ganze online stattgefunden hat und viele Anwälte einfach gar nicht... Nee, das war kein Shitstorm, das war gar nichts. Das war nichts. Nicht so die Medienkompetenzen haben. Deswegen haben wir einen wunderbaren Anwalt gefunden, der absolut beste Arbeit geleistet hat. Ganz großes Herz, Liebe geht raus. Falls ihr einen guten Anwalt braucht, sagt mir Bescheid, ich kann da jemanden empfehlen. Auf jeden Fall habe ich dann erstmal eine einstweilige Verfügung gegen ApoRed mit meinem Anwalt rausgeschickt. Die wurde dann auch geprüft und wurde am 19. Oktober dann auch stattgegeben. In dieser einstweiligen Verfügung standen halt Zitate drin, die ApoRed nicht mehr über mich sagen durfte. Daran hat er sich natürlich monatelang nicht
gehalten. Dementsprechend hat er mehrere Ordnungsgelder aufgebrummt gekriegt, wollte die erst nicht zahlen, wollte dann Ratenzahlungen beantragen. Das habt ihr bestimmt. Okay, warte. Daran hat er sich natürlich monatelang nicht gehalten. Dementsprechend hat er mehrere Ordnungsgelder aufgebrummt gekriegt, wollte die erst nicht zahlen, wollte dann Ratenzahlungen Ratenzahlung. Das müsste zu der Zeit gewesen sein, wo er gesagt hat, ich verdiene nicht Millionen, sondern Milliarden, ne? Oder? Oder war das noch früher? Also da, wo er noch Milliarden gemacht hat, da hat er Ratenzahlung, ne? Auf, ja, auf ganz ratenzahlender Hase. Auf Ratenzahlung angelehnt, ganz süß. Ja, beantragen. Okay. Das habt ihr bestimmt schon in den Mimi-Videos gesehen. Aber irgendwann hat 0% Finanzierung. Hass und Hetze-Videos gegen mich gelöscht. Eventuell. Beleidige jetzt, zahle später. Weil er nicht noch ein Ordnungsgeld zahlen wollte. Naja, jedenfalls hat er öffentlich behauptet, nee, er löscht die nur so. Er wollte jetzt einen neuen Kanal machen. Naja, lassen wir das mal so stehen. Ja, da waren auf jeden Fall viele Zitate drin, die er nicht so hätte sagen dürfen. Insgesamt gingen übrigens etliche von diesen Schreiben hin und her. Also das ist ja jetzt hier nur das Urteil, was ich in der Hand habe. Aber da waren teilweise wirklich so 40 Seiten mit einzelnen Sachen rausgesucht. Und das ist nämlich auch das Ding. Ich musste mir ja diese 16-Stunden Videomaterial von ApoRed alle angucken und jedes Mal Zitate rausschreiben. Und habt ihr mal ApoRed zitiert? God. Der denkt sich ja ständig Wörter auf mit weggesneakt und irgendwelchen Burgies. Das heißt, man konnte noch nicht mal vernünftig ein Programm drüber laufen lassen. Burgie-Geld. Dass halt dieser Text aufgenommen wird, sondern ich musste wirklich jedes einzelne Zitat. Und dann musst du vielleicht noch die Videostellen vor Gericht abspielen. Brokey Mokey. Der Insi-Modus ist aktiviert. Also das Beste, was Apo Fleck hinkriegt, ist ehrlich gesagt, seine Wortfindung ist unterhaltsam. Ja, ich würde mir wünschen, er würde da was draus machen, aber leider bleibt er der, der er ist. Leider ist er. Das ist das größte Problem dabei. Rausschreiben, mir die Sachen nochmal anhören und nochmal. 16 Stunden die Scheiße anhören. Ey, diese Lebenszeit, ey. Die Lügi Mügi, ja. Ja, ist die so. Da verschwunden ist, ey. Oh je. Insgesamt gab es auch 3 Termine, wo wir alle vor Ort waren. Also ich habe 3-mal in der Zeit während Gerichtsprozessen ApoRed auch gesehen. Einmal halt zur insgesamten Beweisaufnahme, dieses typische, ne, gibt es vielleicht einen Vergleich oder so. Und nö, da hat er natürlich auch nie. Und ja, das ist richtig. Wie viele Stunden Arbeit Opfer in das System stecken müssen, um Gerechtigkeit zu bekommen? Ja. Du hast völlig recht. Das wurde gerade vielleicht nicht genug erwähnt. Du hast völlig recht. Sie ist das Opfer gerade in der Situation und muss sich dann durch 16 Stunden Videos arbeiten und Mitschriften machen. Sie meinte heute, das hat sie rund 10.000 gekostet, auf denen sie sitzen bleibt, weil Apo insolvent ist. Nicht die Chance genutzt, sich vielleicht zu entschuldigen, dass man den Prozess nicht noch weiterführen muss, weil der Richter hat uns beiden direkt am Anfang gesagt, so, wir werden diesen Fall bis ins kleinste Detail auflösen. Das wäre eigentlich die Möglichkeit gewesen, die Wahrheit zu sagen, ohne sich noch mehr in die Scheiße zu reiten. Aber Gerichtskosten sind nicht so einfach mit Insolvenz zu umgehen, zum Glück. Ja, aber wo soll denn da was herkommen? Wo soll denn da noch was herkommen? Ich meine, ich bin ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass sie das Geld jemals irgendwann. Pfändung? Was willst du pfänden? Die dreckige Decke vom Placement-Hintergrund? Da gibt es nichts zu pfänden. Wir haben die Wohnung gesehen, wir haben die Wohnung analysiert. Da ist nichts. Das ist eine Einraumwohnung, wo alles drin ist. Und Töpfe und Pfannen und so kannst du halt aber nicht pfänden. Schau so ein heutiges Video. Ich gucke seine scheiß Videos nicht mehr. Ich will das gar nicht mehr wissen, was der Mann sagt. Weil alles, was er sagt, ist gelogen. Ich will kein Wort mehr von ihm direkt hören. Keins. Niemand kann dem überhaupt noch ein Wort glauben. Es lohnt sich nicht mehr, seine Videos anzugucken. Lohnt sich aber nicht mehr. Tja. Er sagt so, wir werden diesen Fall bis ins kleinste Detail auflösen. Das wäre eigentlich die Möglichkeit gewesen, die Wahrheit zu sagen, ohne sich noch mehr in die Scheiße zu reiten. Aber auch die Chance hat er nicht genutzt. Und ja, dann ging halt der über 2,5-jährige Prozess los. Genau, beim zweiten Termin war er und ich dann auch wieder da. Man hat halt seine Geschichte nochmal erzählt, den ganzen.
Ich kenne ihn nicht so, Gronkh, was sich ja wohl verändert. Das mag sein, aber ich finde das ganz gut. Ablauf so. Des Belästigungstages, also es wurde wirklich alles akribisch geprüft. Man musste Aussagen, es wurde anhand von den Schreiben und Chats und so weiter alles analysiert. Beim letzten Termin waren wir dann auch nochmal da. Ich glaube, das war der Termin, der am längsten gedauert hat. Vom Gefühl war es teilweise über eine Stunde. Da hat man auch nochmal ausgesagt, weil da das Gericht sich nämlich entschieden hat, mir einen Vollbeweis auszustellen. Wollte da halt dann auch nochmal ein paar Gegenfragen und das Ganze dann nochmal genauer prüfen von ApoReds Seite und von meiner Seite. Genau, das heißt, wir haben uns da in der Zeit auch tatsächlich dreimal in Köln dann gesehen. Letzten Endes kann ich sagen, ist so ein Prozess einfach nur nervenzerrend. Vor allem, weil dieser Prozess ja so unfassbar lange ging und es gingen wirklich so viele Schreiben hin und her von meinem Anwalt und ApoReds Anwalt und ich habe halt super viel auch mitgearbeitet, weil es ist natürlich so das Ding, ich kenne mich in der YouTube-Szene aus, man guckt sich jedes Video von ApoReds an, ich habe mir jedes Reaction-Video angeguckt, also wenn ihr mal drauf reagiert habt, ich habe wahrscheinlich euer Video gesehen. Es ist halt einfach so kräftezehrend, weil man nie Ruhe vor diesem Thema hat, sei es in DMs oder natürlich privat oder halt durch den Gerichtsprozess. Es ist einfach eine dauernde Anspannung, die man die ganze Zeit hat. Und es ist ja auch immer wieder was Neues passiert. Ich meine, ihr habt ja durch die Mimi-Videos... Ich habe sein Video gesehen, er behauptet, zwischen 6 und 10 Millionen Umsatz gemacht zu haben, dabei soll er 80% Gewinn gemacht haben. Wer soll das glauben? Aber du kannst dem Mann nichts glauben. Du kannst dem Mann nichts glauben. Das ist einfach, es ist einfach Bullshit. Es ist einfach Bullshit. 80% Gewinn. Es lohnt sich gar nicht Luft daran. Es lohnt sich gar nicht Luft dafür zu verschwenden. 6 bis 10 Mio hat er gemacht, angeblich nur 300 bis 400 Karten Steuern gezahlt. Ja, Finanzamt klingelt. Alter, wir haben doch alle von Mimi die Schreiben gesehen. Wir wissen, dass der Mann insolvent ist. Wir wissen es. Wir wissen es einfach. Es ist schwarz auf weiß da. Es ist schwarz auf weiß da. Bei Mimi hast du alles schwarz auf weiß. Bei Apo Fleck ist nichts. Es ist einfach nichts. Es ist nichts belegt. Er macht einfach nur den Mund auf und es fallen Lügen raus. Lügen, 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 Lügen. Mehr nicht. Man die ganze Zeit hat. Und es ist ja auch immer wieder was Neues passiert. Ich meine, ihr habt ja durch die Mimi-Videos einen kleinen Einblick gekriegt, aber alleine da ging noch so viel mehr ab und ich kann bei einfach Apofleck, in diesem gelb Video auf weiß. Auch nur ein bisschen was zusammenfassen, weil die ganzen 3 Jahre sind so krass gewesen, dass ich wirklich ungelogen jeden Tag damit zu tun hatte und wenn es nur mal gedanklich war. Und deswegen wollte ich direkt mal so auf diesen Punkt kommen, was macht so ein Prozess überhaupt? Lass uns mal kurz bei dem Video bleiben. Da würde ich einfach mal zum Tag der Veröffentlichung gehen, was denn da so bei mir abging. Was macht so ein Prozess mit einem? Ein privater Einblick, was sonst so abging. Gehen wir also mal zurück zum 16.08.2020, an dem ich das Ganze veröffentlicht habe. Und zwar war an dem Tag mein kleiner Bruder seit bereits 10 Tagen vermisst. Der hat nämlich zu dem Zeitpunkt und leider auch immer noch eine durch Cannabis ausgelöste Drogenpsychose. Und die Monate davor waren extremst tragisch, absolut beschissen. Das kann man definitiv nicht anders sagen. Wir hatten den auch mehrere Wochen bei uns aufgenommen und hier wohnen gehabt. Und wenn ich meine absolute Katastrophe, da meine ich auch wirklich absolute Katastrophe. Wir hatten mehrmals den Krankenwagen hier, wir hatten mehrmals die Polizei hier. Ich habe mit dem Harley Quinn Baseballschläger, den ihr alle aus Videos kennt, wenn ihr meinen Kanal verfolgt, mich selbst verteidigen müssen, beziehungsweise in meiner eigenen Wohnung Angst haben müssen, weil der morgens eine Drogenpsychose geschoben hat und dachte, man hätte ihm das Gras geklaut. Und das ist halt einfach so unfassbar herzzerreißend, wenn eine Person, die man liebt und kennt, so krass wesensverändernd ist. Und das wünsche ich natürlich keiner Person, das überhaupt durchmachen zu müssen. Finger weg von Drogen. Ich kann es nur unterschreiben, wirklich. Und was das mit Außenstehenden macht, ist halt auch einfach absolut tragisch und beschissen. So, das heißt, die Zeit war richtig scheiße. Mittlerweile ist er jetzt auch bei Heroin. Vor ein paar Tagen hatten wir einen Selbstmordversuch. Immerhin ist jetzt die Zwangseinweisung auf dem Weg. Nur leider ist er jetzt abgehauen und irgendwo obdachlos. Also hey, das Drama hat noch kein Ende genommen. Nur damit ihr mal einen kleinen Einblick habt. Und das Ding ist, ich sag das auch nicht, um jetzt irgendwie Mitleid zu erhaschen oder sonstiges. Das Ding ist einfach, dass ich das bewusst erzähle, um einfach deutlich zu machen, dass
ihr niemals wissen könnt, was bei anderen Leuten im Hintergrund noch alles abgeht. Und man sich vielleicht einfach mal Gedanken machen sollte, dass andere Leute Probleme haben, die man nicht sieht oder die nicht direkt offensichtlich sind. Und ob das vielleicht jetzt so angebracht ist, diese Person auch noch jahrelang mit Scheiße zuzuwerfen. Weil jeder hat halt so im Leben sein... Kennst du das, wenn du Sachen erzählst, die du eigentlich nicht erzählen willst, mit denen du dich angreifbar machst, die dir eigentlich wehtun und du lachst dabei immer, um nicht zu zeigen, wie sehr es dich eigentlich schmerzt. Das macht sie gerade. Das macht sie gerade die ganze Zeit. Das sieht man sehr deutlich. Wenn Scheiße kommt, dann immer alles auf einmal. Ja, das ist manchmal im Leben einfach so. Dann wirst du einfach hin und her getreten und irgendwann liegst du einfach komplett am Boden und da wird nochmal draufgeschissen und nochmal reingeschissen. Und dann, genau, when it rains, it pours. Genau. Und dann, da musst du dich immer erstmal wieder rausgraben halt. Ob das vielleicht jetzt so angebracht ist, diese Person auch noch jahrelang mit Scheiße zuzuwerfen. Weil jeder hat halt so im Leben seine Fights, sag ich mal. Und man weiß einfach nicht, was bei anderen Menschen abgeht. Und ich bin ja noch in einer extrem privilegierten Position. Deswegen hier nochmal ganz bewusst unterstrichen, ich will mich hier gar nicht in die Opferposition drängen. Obwohl ich natürlich hier auf Papier halt die Betroffene oder das Opfer in der Situation bin. Aber ich möchte mich nicht noch mehr damit reindringen, indem ich sogar was erzähle, sondern einfach Awareness dafür schaffen, dass es unfassbar beschissen ist und dass bei Leuten super viel anderer Shit noch abgeht. Hat sie recht, aber man muss auch dazu sagen, du kannst niemandem hinter den Kopf gucken. Das ist immer schwierig. Du weißt generell nicht, jeder, den du triffst, hat irgendeinen Struggle. Immer. Weil das Leben ist einfach, also wenn nicht, dann Glückwunsch, das ist super nice, aber das kommt selten vor. Aber jeder hat immer irgendeinen Struggle. Ob mit sich selbst, ob mit irgendwas, ob mit Behörden, ob familiär, ob. Es gibt immer irgendeine Scheiße, immer irgendwas, was dich auf irgendeine Art und Weise. Genau, jeder hat seine Päckchen. Meistens nicht nur eins, meistens mehrere. Das heißt jetzt aber nicht, dass man Leute special behandeln muss oder dass man Leute irgendwie anders behandeln muss oder auch unbedingt mit Sandhandschuhen oder sonst irgendwas. Das heißt es nicht unbedingt, sondern ich glaube, es reicht oft schon, Leute einfach auf Augenhöhe zu behandeln. Leute einfach so zu behandeln, wie man selber gerne behandelt werden möchte. Dass man einfach jedem erstmal mit dem Respekt entgegentritt und nicht, man muss sich Respekt erstmal verdienen. Das sind meistens Leute, die haben keinen Respekt verdient, sondern man muss jedem erstmal mit dem Respekt entgegentreten, den man sich selbst auch von anderen wünscht. Für sich selbst. So, im Grunde genommen so. Man da vielleicht auch einfach mal ein bisschen über seine eigene Wortwahl nachdenkt, was man vielleicht anderen an den Kopf wirft. Ich denke, so habt ihr schon mal einen kleinen Einblick, was privat bei mir abging. Aber hey, das reichte ja noch nicht, denn ich hatte auch noch zwei große Projekte, die ich machen musste. Ein Musikvideo stand gerade an von einer extremst bekannten Person, die ihr wahrscheinlich auch alle kennt, wenn ihr auf YouTube seid. Da musste Julian ich Bam. Insgesamt 17 Kostüme machen. Die Deadline war schon, man hatte vorher also gar keine Zeit mehr. Ich weiß noch, dass ich einen Tag später am 17. los musste, 1000 Sachen kaufen und organisieren und das einfach super stressig war. Das heißt, family-mäßig absolutes Drama, jobmäßig super viel zu tun. August ging es auch schon auf die Halloween-Zeit langsam zu mit unserer Shop-Marke. Das heißt, da war auch super viel zu planen und zu machen. Ach was! Oh, okay, Entschuldigung, ich muss nochmal zurückspulen. Da war auch super viel zu planen und zu machen. Mein emotional support animal hier. Auf jeden Fall hatten wir dann auch noch Salem, unseren kleinen schwarzen Kater. Der tingelt hier auch irgendwo rum. Den habt ihr auch in meinem YouTube-Video gesehen. Da war er noch ganz klein hin rumgelaufen. Das ist natürlich auch so eine Doppelbelastung, was halt Monate vorher alles schon abgesprochen war, dass wir den dann abholen. Genau, und das ist dann auch nochmal eine extra Aufmerksamkeit. Alleine durch die Situation, jobbedingt und mit meinem Bruder, war mein Pensum an Stress ungefähr irgendwo hier oben schon lange überschritten. Und dann habe ich dieses Beleidigungsvideo von Apu Red gesehen und dachte mir so, ich weiß noch ganz genau, was ich in dem Moment gedacht habe. Und zwar einfach nur so, fuck, fuck, fuck. Weil ich gerne... Ja, ich wollte gerade jemanden bannen, aber der ist schon gebannt. Mods heute on fire. Jemand hat gerade wieder entdeckt, dass Frauen Brüste haben. Und kommt einfach über den Fakt nicht hinweg. Manche Leute schaffen es einfach, ne, das Thema hatten wir schon mal, manche Leute schaffen es einfach nicht,
über diesen Punkt hinauszukommen und irgendwelche anderen Themen zu sehen. Sobald da Brüste sind, kippt hier oben was im Kopf. Und dann sind die auf das Thema versteift. So, ja, wunderschön formuliert. Ja, das ist, ja. Das, Leute entdecken ihre Welt offenbar. Spannend, spannend. Ach boy, oh boy, oh boy. Und dann hörst du schon das Video und du hörst, was für Scheiße sich da stapelt, pipapo. Und dann kommen trotzdem noch Leute und reduzieren einfach nur das gesamte Video, den gesamten Content nur auf Brüste oder auf einen Pulli mit Ausschnitt. Es ist unfassbar. Es, in dem Alter waren wir alle sehr aufgeregt. Ja, ich glaube auch. Da platzen dir einfach die Pickel vor Aufregung. So. Oh boy. Okay. Moment gedacht habe. Und zwar einfach nur so, fuck, fuck, fuck. Weil ich ganz genau wusste, dass ich mich jetzt öffentlich äußern muss und dass das nur noch mehr Stress bedeutet. Nur noch mehr Stress. Das will ja, aber niemand. Ganz ehrlich, das war es mir wert. Das war es mir wert und ich würde es auch nicht anders wollen, vor allem, weil man es jetzt gewonnen hat und durchgezogen hat. Es ist so, 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 so unheimlich wichtig, Solidarität zu zeigen. Und ich erzähle das euch einfach nur, um nochmal deutlich zu machen, dass es einfach wichtig ist, anderen Menschen zu helfen und für andere da zu sein. Und ich habe nichts davon gehabt. Ich habe gar nichts davon gehabt. Und das Internet hat sich 3 Jahre lang das Maul zerrissen, dass Leute meinen, ich hätte bewusst diese Situation ausgenutzt für mich selber, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Und das Ding ist, warum ich das halt auch unter anderem erzähle, ist so eine Situation war... Vielleicht bin ich auch naiv, was das angeht, aber... Also Carina zähle ich da auf jeden Fall mit rein. Ich glaube, das ist eine Art von Aufmerksamkeit, die man eigentlich gar nicht haben will. Warum sollte jemand die Aufmerksamkeit haben wollen von APO-Zuschauern, die dich nur mit Scheiße zupflastern? Warum sollte jemand sich irgendjemand diese Art der Aufmerksamkeit wünschen? Es ist viel einfacher für Mädels, mit ihrer OnlyFans-Werbung auf Twitter zu antworten, auf alles, was sich bewegt. Das ist viel effektiver. Und diese Form der Aufmerksamkeit hier, die will man überhaupt nicht haben. Ich glaube, die will niemand haben. Also das ist eine völlig absurde Ausgabe. Also Ausgabe, völlig absurde Ausrede oder Argumentation. Das ist so, ja. Die letzte Situation, die ich unter anderem erzähle, ist so eine Situation war die letzte Situation, die ich zu der Zeit gebraucht hätte. Ja, die will man nicht. Das ist einfach was super scheiße ist, super viel Zeit, Energie frisst. Die hatte ich einfach zu der Zeit überhaupt gar nicht. Es wird ja unterstellt, dass die Frauen damit Sympathie erhaschen wollen und Views gewinnen. Nee, aber jedes Mal kriegst du halt nur diese, das ist alles, was du bekommst. Das ist alles, was du bekommst. Das ist alles diese Art der Aufmerksamkeit. Das ist alles, was du bekommst. Ich habe es tatsächlich dann auch gemerkt. Und zwar... Würde es für dich auch in Ordnung sein, wenn deine Frau ihre Brüste so im Internet präsentieren würde? Crow Mafia, ich kann dir eins sagen, es würde dich einen Scheißdreck angehen, wie meine Frau ihre Brüste präsentiert. Es geht dich einen Scheißdreck an. Ist nicht persönlich gemeint, ist wirklich ganz objektiv. Es geht dich einen Scheißdreck an, wie meine Frau ihre Brüste präsentiert. Oder jeder andere. Es geht dich überhaupt nichts an. Und wenn ich meine Frau so kennengelernt hätte, dann wäre das für mich völlig in Ordnung. Aber kannst du es irgendwie schaffen, vielleicht über die Brüste hinaus zu denken und vielleicht den Content des Videos zu bewerten und nicht nur diesen Pulli? Ich weiß, du bist modisch top-affin, ja, und wenn es nach dir ginge, muss deine Frau einen Müllsack tragen, der oben zugebunden wird. Ja, also viel Spaß dabei. Komische Fragen, ja, komische Leute. Einfach zu der Zeit überhaupt gar nicht. Ich habe es tatsächlich gemerkt. Und zwar in dem Video, wo Marius dann tätowieren bei uns gelernt hat in einer Woche. Der hat ja dieses Format. Genau, solche Zwischenprojekte hatten wir ja auch immer noch. Das ist ja auch noch so das Ding. Auf jeden Fall war dann zu Besuch. Und da hatte ich tatsächlich einmal so eine kurze Phase, dass ich auf dem linken Auge einfach gar nichts mehr gesehen habe. Und nur so, ja, Fernseh, Schnee, Flimmern, wie man es halt von alten Fernsehern kennt. Wie so ein Halbmond das Ganze. Ich habe es dann gegoogelt und scheint auf jeden Fall Migräne gewesen zu sein. Ja, und da habe ich gemerkt, so, ja, abfuck, das wird dir gerade alles zu viel. Also so vom Kopf her dachte ich, ja, scheiße, alles kacke, aber egal, ziehen wir durch, das schaffen wir, das kriegen wir hin hier. Ich habe mich auch bewusst geäußert, aber der Körper hat eindeutig gesagt, so, girl, it's too much. Ich hatte auch 2-3 Mal die Situation, dass ich über diese ganze Upright-Scheiße geredet habe, weil es ging ja dann richtig los hinter den Kulissen. Ich meine, ihr habt viel öffentlich mitgekriegt, aber hinter den Kulissen ging noch viel mehr ab. So,
das heißt, da hatte ich auch Situationen, dass ich darüber geredet habe morgens und dann einfach reiern musste. Und dann will ich weiterreden, muss ich wieder reiern. Und ich denke mir so, scheiße. Wieso ist Gronkh heute so aggressiv? Weil ich ja sehr viel, also heute haben wir sehr viele spezielle Leute im Chat. Mit sehr vielen sonderhaften Takes. Deswegen. Und ich verstehe, ich bin ganz ehrlich, manche Sachen regen mich einfach auf. Das ist einfach ganz normal. Ich glaube, das wird dir auch so gehen, dass sie manche Sachen aufregen. Du hast eine sehr spezielle Meinung heute. Ja, warum ist meine Meinung denn speziell? Ach, Hawks hat 2000 hat noch geschrieben, wenn sie es öffentlich im Internet macht, dann geht es keinem was an. Es geht dich einen Fuck an. Verstehe es. Die Frau kann auch auf ihr Instagram-Profil ihre Brüste, die kann auch Bikini tragen. Es geht dich, ihre Titten gehen dich einen Fick an. Du kannst das Bild gut finden, du kannst das Bild schlecht finden, aber es geht dich einen Scheiß an, wie Frauen sich präsentieren. Es geht dich einen Scheiß an. Es ist ihre Privatsphäre, auch wenn sie das online stellt, ist es ihr Ding. Und wenn du das nicht sehen willst, dann ignoriere den Account. Fertig. Und ansonsten halt die Fresse. Ich kann nicht noch deutlicher werden. Ich kann einfach nicht noch deutlicher werden. Frag jede einzelne Frau. Jede. Es ist nicht so schwer zu verstehen. Denk einmal nicht mit dem Schwanz. Einmal über den Schwanz hinauswachsen und deinen Kopf benutzen. Es ist nicht so schwer. Oh boy. Und deswegen rege ich mich heute so auf, weil wir solche komischen Leute im Chat haben. Oh, puh. Fühl dich davon nicht angegriffen. Ja, versuch. Entschuldigung. Ja, fühl dich davon nicht angegriffen. Wild das zu sagen. Ich weiß, ich reg mich gerade auf. Versuch dich nicht angegriffen zu fühlen, sondern versuche am besten daraus für dich zu lernen. Und ich schwöre dir, du wirst auch viel besser einfach mit allen Menschen klarkommen. Viel besser. Wenn du Leute nicht einfach auf irgendeine oberflächliche Scheiße reduzierst. Oder darauf, wie sie sich anziehen oder präsentieren oder sonst irgendwas. Du wirst viele Leute kennenlernen, du wirst mit vielen Leuten super interessante Gespräche führen, du wirst super viele verschiedene Standpunkte kennenlernen, Leute werden dir aus ihrem Leben erzählen, ihre Erfahrungen. Es ist einfach ein kunterbunter Mix an Menschen da draußen. Du kannst von allen Menschen lernen, von allen. Und sie vielleicht auch von dir. Aber dazu musst du erst einfach mal deine Vorurteile überwinden. Das muss man schaffen. Und ich schwöre dir, du wirst ein viel entspannteres und viel spannenderes Leben finden. So, hab fertig. Ich mach weiter. Nein, ich bin nicht aufgeregt. Ich chille gerade. Ich bin nur manchmal laut, aber ich bin nicht sauer. So. Entschuldigung, heute ist wild. Ich hab's genau gewusst. Ich hab am Anfang noch gesagt, Entschuldigung, wenn ich lauter werde im Video. Ja, ich hab euch gewarnt. Jetzt ist es soweit. Wir sind erst auf der Hälfte. Leute, wir müssen uns beeilen. Jetzt aber. Dann einfach reiern musste. Und dann will ich weiterreden, muss ich wieder reiern. Und ich denke mir so, scheiße, Mann. Dein Körper sagt dir gerade auf allen Ebenen, it's too much, es ist too much. Und gerade die Situation mit meinem Bruder, die ja super emotional und einfach schlimm ist. Und dann dieser ganze Arbeitsstress, dann hast du diese Brand-Scheiße noch. Aufgrund dessen habe ich dann auch überlegt, so ja, scheiße, meine Gesundheit sollte immer vorgehen. Das rate ich übrigens einigen YouTubern, weil Burnout ist ja das typische YouTuber-Ding, was halt sehr viele kriegen. Ja, auf jeden Fall kann ich da jedem nur raten, hört auf euren Körper. Das habe ich dann auch gemacht und dementsprechend habe ich weniger Content gemacht. Das ist natürlich sehr schade gewesen, weil ich hatte super viele Projekte. Ich hatte mehrere Umweltschutzprojekte geplant, etliche Facepaintings und sonstiges, aber... Okay, warte. Wie viel Fame kann man mit ApoRed noch generieren? Weißt du was? Verpiss dich, du Huso. Keiner will dich. Komm nie wieder in meinen Chat. Ernsthaft mit ApoFleck Fame generieren? Ist das dein Ernst? Mit ApoFleck Fame generieren? Wer will denn mit dem noch Fame generieren? Bist du ein Zeitreisender? Kommst du von 2010? Was ist denn mit dir? Ist dann halt nichts draus geworden, Puh. Weil wir gesagt haben, alles klar, die Aufträge, die ich habe, die müssen weiterlaufen. Das mit meinem Bruder kann ich auch nicht wegzaubern. Diesen ApoRed-Gerichtsprozess, den ziehe ich auch durch. So, da kann ich jetzt nicht irgendwie sagen, nee, doch, kein Bock mehr. Ich habe es angefangen, ich habe es dann auch durchgezogen. So, und das, was halt letzten Endes dann drunter gelitten hat, ist meine eigene private Karriere und halt auch, ja, dass dann halt viel weniger Content kam, was natürlich für die Community dann auch blöd ist. Ich glaube, in den letzten
3 Jahren haben wir ungefähr 10 Videos rausgebracht. Da würde ich mich jetzt schon gar nicht mehr als YouTuberin bezeichnen. Das ist nicht viel. Das letzte Video hier auf diesem Kanal ist vor 11 Monaten gekommen. Ja, das ist dann halt so die Sache, dass man irgendwie dann auch keinen Bock mehr hat auf YouTube, wenn man die ganze Zeit nur beleidigt wird. Ist auch scheiße. Und vor allem der Stresspegel hat einem ja eh schon gesagt, so, nope, das lassen wir besser. Ja, im Endeffekt einfach unfassbar schade. Es ist für mich unfassbar, dass Leute wirklich reinkommen, dass irgendwelche Modoks noch reinkommen und versuchen, Abo Fleck zu verteidigen oder sich irgendwie auf seine Seite schlagen. Das ist mir wirklich ein Rätsel. Das müssen Trolle, also es geht mir in den Kopf nicht rein, dass das Leute sind, die das ernst meinen. Dass das heute noch überhaupt jemand ernst meinen kann. Ich glaube, es ging nicht um mich, dass ich Fame generiere, weil wir gucken gerade ein Carina-Video. Ich glaube, es ging um sie, dass sie Fame generieren will mit, aber das ist völlig absurd. Also braucht man gar nicht weiter aufdröseln, das ist völlig absurd. Was ich viel absurder finde, ist, dass es Leute gibt, die wirklich noch versuchen, irgendwie das verstehe ich nicht, das geht mir einfach in den Kopf nicht rein. Wie weltfremd und wie fehlgeleitet du sein musst, um noch irgendwo Apo Fleck zu verteidigen. Ich weiß es aber nicht, ist absurd. Gibt auch Leute, die meinen, die Erde sei flach, ja gut, aber das... Ja, du hast recht. Nope, das lassen wir besser. Ja, im Endeffekt einfach unfassbar schade, dass ich mich dann 3 Jahre um den Gerichtsprozess kümmern musste, anstatt dann, ja, meine Alter, wie cool sieht das denn aus? Holy shit, wie gut sieht das denn aus? Puh. Das ist einfach nur strong. Heilige Scheiße, sieht das gut aus. Statt dann, ja, meine Kreativität auszuleben, was mir halt dann auch, ja, ein sehr gutes Gefühl gegeben hätte und vielen Zuschauern aus meiner Community natürlich auch viel Freude und Inspiration gebracht hatte. Aber nein, das Ego von Prinz Puma, aka Apo Red, war so groß, dass man dagegen ankämpfen musste. Und ich finde das einfach so unnötig. Ich finde das so unnötig und es war auch so scheiße. Allein der Account von den Katzen, den habe ich gar nicht bespielt. Auch den Instagram-Account von unseren Push-Art-Farben. Ich habe nicht eine Sache gepostet in der Zeit. Die sind einfach. Ja, das macht sie alles selber. Das macht sie wirklich alles selber. Das ist sehr, sehr krass. Deswegen ist sie auch gebucht, so als Make-up-Artist und so weiter. Und was mache ich? Ich komme zum Halloween-Stream und habe mir die Augen wieder so geschminkt. Weißt du, das ist mein größtes Lebenswerk. Ich schäme mich jetzt ein bisschen. Account von Der Account heißt Push Art. Sie heißt Carina Push. Lass dich doch mal von Carina schminken. Würde ich machen. Ehrlich gesagt, finde ich das gar nicht mal so scheiß Idee. Und den EOS Andy noch einladen, ein paar Fotos machen, wäre eigentlich cool. Hätte ich mal wieder was für Instagram. Eigentlich nice. Unseren Push-Art-Farben. Ich habe nicht eine Sache gepostet in der Zeit. Das sind einfach 3 Jahre, die in meiner Kunstkarriere gefühlt einfach weg sind. Ich sag mal so, ich bin natürlich froh, dass man es jetzt geschafft eigentlich hat, geil, und hier ein Zeichen setzen kann. Aber es ist nicht das, was ich mir eigentlich gewünscht hatte, in der Zeit zu tun. Aber trotzdem bin ich natürlich froh, es durchgezogen zu haben. Und was ihr euch insgesamt auch mal bewusst machen müsst, dass für mich zwar dieser ganze Gerichtsprozess und dieses ganze Drumherum absolut scheiße war, ich aber trotzdem noch in einer privilegierten Position war. Denn ich hatte die finanziellen Mittel, mich überhaupt juristisch wehren zu können. Das hat Tausende von Euros gekostet. So, Leute verklagen kostet Geld. Und ich hatte eine Rechtsschutzversicherung, aber die greift ja nicht immer. Und in meinem Fall hat sie nicht gegriffen, weil man braucht nur einen extra Internetzusatzschutz und so weiter. Auf jeden Fall, ja, musste ich das selber in Vorkasse zahlen. Und da ich den Prozess gewonnen habe, müsste ich zwar meine Prozesskosten von ApoRed zurückbekommen. Ja, okay, das ist... Ja gut, aber der hat natürlich 80% Gewinn gemacht. Der hat natürlich 80% Gewinn gemacht. Warum machst du eigentlich nicht so viel Instagram? Hat das einen Grund? Ja, weil mein Leben scheiße langweilig ist und ich das Gefühl habe, zwischen all den geilen Instagram-Leuten, mein Content ist halt so, der ist halt so low. Ich bin halt hier. Ich bin einfach nur hier. Ich finde nur hier statt. Und jetzt auf der Weihnachtsfeier und so habe ich halt auch keine Bilder gemacht und nichts gemacht, weil ich war halt auf der Weihnachtsfeier. Ne, ich bin gerne so da und habe nicht mal das Handy draußen und so. Ich bin da sehr schlecht drin. Ich müsste mehr auf Instagram machen irgendwie. Aber ich brauche da auf jeden Fall Hilfe. So weiter, auf jeden Fall. Ja,
musste ich das selber in Vorkasse zahlen und ein ApoRed ist halt insolvent. Das heißt, ich habe einfach nur drauf gezahlt und habe mich nur beleidigen lassen. So, das ist für mich persönlich einfach nur eine Lose-Lose-Situation. Man wird beleidigt, ich gebe Geld dafür aus und ich habe aber noch diesen Vorteil, dass ich zumindest öffentlich darüber dann reden kann, dass ich eine gewisse Reichweite habe und Leute da draußen mir zuhören und ich damit zumindest für mich diesen moralischen Aspekt habe, dass ich mir denke, komm, das lohnt sich, damit kannst du aufklären. Oh, da ist der Tom, Pusher Tom. Hallo, lieber Pusher Tom, ich grüße dich und ganz liebe Grüße auch an Carina. Ja, wir haben uns auf der Gamescom kennengelernt und ich wusste von all dem nichts. Ich hatte einfach gar keine Ahnung. Ich wusste, dass damals irgendwie was da war, aber ich wusste gar nicht, dass ihr das wart und es tut mir leid, weil ich einfach auch gar nicht in dieser Bubble war und so. Ich habe die beiden kennengelernt auf der Gamescom, weil der Tom, habe ich richtig gehabt, ne? Dass du da gefilmt hast und die Carina war deswegen auch dabei. Mit Carina habe ich ein bisschen geredet, so gut es eben ging, weil ich war ja selber da immer am Hin und Her fliegen. Das war auch sehr sympathisch einfach. Aber ich finde das immer noch eine gute Idee, vielleicht ich mit dem mal beauftragen und so. Ich finde die Idee immer noch ganz gut. Weil ich selber habe einfach 7 linke Arme. Ich kann sowas gar nicht. Okay, warte. Ich gehe erstmal weiter rein, weil wir kriegen das Video nie fertig. Das wird 7 Stunden React. Einen moralischen Aspekt habe, dass ich mir denke, komm, das lohnt sich. Damit kannst du aufklären. Du kannst zumindest irgendwie was Positives vielleicht bewirken. Ey, wenn nur eine Person hier dann dadurch einer Betroffenen hilft und dadurch animiert wird, einer anderen Person zu helfen oder auch Solidarität zu zeigen, ey, dann hat sich das ja alles schon gelohnt. Und da ich solche Nachrichten ja schon gekriegt habe, denke ich mir so, ey, dafür hat sich's gelohnt. Und das macht es zu einer Win-Win-Situation. Aber überlegt mal, wie viele da draußen nicht die finanziellen Mittel haben, dann nicht das vielleicht überhaupt durchziehen können vor Gericht. Ne? Das ist ja auch noch so ein Punkt, dass ich psychisch extrem belastbar bin. Natürlich war das scheiße für mich, ne? Einfach schon, weil ich selbstständig bin. Das heißt, man ist immer fast am Burnout. Ja, und dann die Situation mit meinem Bruder, super viel ging ab. Aber vom rein psychischen bin ich halt trotzdem sehr belastbar, dass mich zum Beispiel diese ganzen Hate-Kommentare nicht fertig gemacht haben. Und ich denke, wenn man ein sehr dünnes Fell hat, sowas kann Leben kosten. Ne? Ich weiß noch, dass zu der gleichen Zeit, als das bei uns war, der Fall von Kasia und Boateng ablief und da dachte ich mir noch so, oh mein Gott, die Arme macht eine ähnliche Scheiße durch wie wir. Ja, sie hat sich umgebracht. Und ja, das ist halt eine Sache, die jeder sich bewusst machen muss. Und das meine ich, ne, man steckt oft nicht drin, man muss einmal so einen Shitstorm erlebt haben. Ich wünsche es niemandem. Ja, ich wünsche es wirklich niemandem, aber du kannst es nicht nachvollziehen, was das mit einem macht. Du kannst es einfach selber nicht nachvollziehen, wenn du es selber nicht erlebt hast. So, man handelt das immer so ab und dann sagt man so, ist ja lustig, manche holzen noch mit rein und so weiter, aber du weißt nicht, was das mit einem macht. Ja. Bei solchen Shitstorms, vor allem in so einem Ausmaß, dass das absolut krank ist. Und das muss man sich vielleicht auch mal reinziehen, dass ApoRed das bewusst in Kauf genommen hat und er auch nicht wusste, wie eine Silvi oder wie ich psychisch drauf sind, ob und wie wir das verpacken. War dem scheißegal. Ist ihm egal. War dem scheißegal. Spielt keine Rolle. Weil das Ego einfach größer war. Und das ist das Problem mit narzisstischen Leuten, dass das Ego so krass ist, dass über Leichen gegangen wird. Muss man sich vielleicht als Reaction-Streamer zum Beispiel auch mal überlegen, dass wenn Mimi und ich hier unsere letzten Videos gemacht haben, ob man ApoRed dann vielleicht wirklich noch so viel Aufmerksamkeit schenken sollte. Weil sowas zu machen ist einfach nur widerlich. Einfach nur widerlich. Da finde ich echt keine Worte für, wie man so rücksichtslos mit anderen Menschen umgeht. Ich glaube, für mich persönlich war an dieser ganzen Hetze von Zuschauern eigentlich immer nur dieser Gedanke, der mir direkt kam mit, boah, was wäre, wenn jetzt nicht ich die Nachricht kriegen würde, sondern eine andere Person, die halt vielleicht ein bisschen dünneres Fell hat. Denn für mich selber war jetzt der Shitstorm nicht so, dass ich da irgendwie Minderwertigkeitskomplexe gekriegt habe oder mich das fertig gemacht habe. Ich weiß noch, die Anfangszeit war sogar zwischendurch richtig witzig, dass ich mich mit Freunden fast bepisst habe vor Lachen, wirklich, weil da so ein hirnverbrannter Schwachsinn geschrieben wurde. Ich kann euch ja mal 2, 3 Sachen hier... Gleich gibt's Hasenfürze. ApoRed ist der niceste Hase der Welt. Du bist eifersüchtig. Er hat 100 Likes mehr als du und 100 Nike eher mehr als du, du Schlechte. Wisst ihr noch, was ich vorhin gesagt habe über die Demografie von ApoFleck? Wisst ihr das noch? Die Demografie?
Das sind halt Kinder. Das sind halt wirklich, das sind wirklich legit Kinder. Das sind einfach Kinder, die das schreiben. Es sind einfach Kinder. Das ist kein schlechter Troll. Ich glaube nicht, dass es ein Troll ist. Ich glaube, das sind wirklich, das ist so, du sitzt da einfach, ne, mit so 10 Jahre, 11, 12, keine Ahnung, und findest dich unfassbar originell und super krass und schickst das dann ab. Und du bist einfach nur der größte Vollidiot. Du bist einfach nur, ja, weil Kinder, ich habe vorhin gesagt, Kinder sind scheiße. Das war vielleicht schlecht formuliert, ja, aber Kinder sind einfach so. Da ist noch nicht so viel Entwicklung drin. Die kommt erst noch mit den Jahren, ja? Und das sind, nee, das sind keine Trolle, die sind einfach dumm. Die sind einfach dumm. Da ist noch nicht viel. Ja, aber 100 Likes. Ja. 100 Nike eher mehr als du Schlechte. Ich möchte mir das fast kopieren. Ist einfach, ja. Ja, und leicht und vor allen Dingen leicht manipulierbar. Leicht manipulierbar. Einblenden. Okay, das will ich gar nicht. Auf Upred Sneaker wäre oder so. Also wir haben uns schon gut über die Dummheit von Leuten einfach lustig gemacht. Und auch so Sachen wie Emo, Hexe oder Crazy Cat Lady, so Tell me more, thanks for the compliment. So, als ob das eine Beleidigung für mich wäre. Habt ihr euch mal meine Kunst angeguckt, wie es hier aussieht? Ich liebe so spooky Shit. Also das ist ja nichts, womit man mich jetzt irgendwie beleidigen kann eigentlich. Nee, also da waren schon einige für mich jetzt unterhaltsame Sachen dabei. Obwohl es natürlich trotzdem nicht geht, weil es als Beleidigung von den Leuten gemeint war, aber es hat mich jetzt nicht irgendwie berührt oder verletzt, weil ich das einfach für mich einordnen konnte. Aber auch da ist es natürlich irgendwann auf Dauer einfach nur nervig. Stellt mal vor, ihr kommt auf die Arbeit und kriegt jeden Tag dumme Sprüche zu hören. Am Anfang ist es noch funny. Ihr denkt euch, ach ja. Und irgendwann, so nach 2 Jahren, denkt ihr euch aber auch so, oh, ja, mach nochmal den Witz. Apollo hat dich massiert. Ja, habe ich noch nie gehört. Ist halt dann einfach so, dass ihr denkt so, ach, come on. Also, ne, das ist eher so das, was ich dann irgendwann hatte, dass ich dachte, ach komm. Es gibt aber verdammt. Das Lustige ist, das, was ihr passiert ist, ne, sie wurde ja, also ich weiß nicht genau, ich kenne die ganze Story nicht. Ich weiß nur, Apo Fleck hat sie wohl ungefragt massiert. Ja, so irgendwie von hinten so richtig unangenehm. Genau das Gleiche, exakt das Gleiche ist mir auch umgekehrt. Also ne, mit einer Dame ist mir das auch passiert. Es ist unfassbar unangenehm. Unfassbar. Mehr als massiert, okay, ich weiß nicht genau, was da alles passiert ist. Das ist so das Einzige, was ich weiß. Also ich weiß nicht, aber das mit dieser Massagepart, der ist mir auch passiert und das ist unfassbar unangenehm. Und dann wurde mir noch vorgeworfen, ja, hast du es angezeigt? Nein, habe ich nicht gemacht. Mir wurde hinterher noch vorgeworfen, dass ich die Person geghostet hätte. Weil das war ja nur ein Spaß, das war ja einfach nur, ach, dann war man so albern. Aber es war maximal unangenehm. Maximal. Ja, also, okay, kommt noch. Oh Gott, okay, na gut. Das war alles, was ich wusste. Das war alles, was ich wusste. Okay, vielleicht. Okay, na gut. Haben viele Leute. Entschuldigung, ich wollte das jetzt nicht relativieren oder runterspielen. Ne? Das war nur alles, was ich wusste. Kommt alles noch. Die okay. Die sowas verletzt und die das vielleicht für sich noch nicht einordnen können oder die vielleicht, ne, einfach gerade sowieso eine schlimme Phase haben und dass man dann genau noch nie gehört. Das ist halt dann einfach so, dass Apollo hat dich massiert. Oh Mann. Also, ne, das ist eher so das, YouTube, was ich dann irgendwann hatte, okay, dass ich dachte, ach komm. Es gibt aber verdammt viele Leute, die sowas verletzt und die das vielleicht für sich noch nicht einordnen können oder die vielleicht, ne, einfach gerade Adblock detected, ich habe Premium. Sowieso eine schlimme Phase haben und dass man dann genau bei solchen Leuten in die Wunde drückt, das kann halt passieren. Wie gesagt, man weiß nie, was bei fremden Leuten vielleicht im Hintergrund irgendwie abgeht, sei es psychisch oder andere Probleme. Und deswegen ist sowas einfach unfassbar widerlich, Leute mit so viel Hass zuzubomben. Und ich glaube, so die gestörtesten Sachen waren, um euch mal Beispiele zu nennen, dass Leute mir abgehackte Gliedmaßen von Frauen geschickt haben als Fotos, und zwar echte Leichenfotos. Was? Wo ich mir auch dachte, das ist krank, da haben wir einen Höhepunkt auf jeden Fall erreicht. Von Dickpics will ich gar nicht erst anfangen. Übrigens, in der Infobox findet ihr einen Link, wo ihr Dickpics immer anzeigen könnt. Macht das unbedingt auch. Auch wenn ihr denkt, hey, da kommt eh nichts bei rum. Es ist einfach wichtig, sowas in der Gesellschaft als Statistik festgelegt zu haben, damit. Ich weiß, viele hassen mich damit und das ist wahrscheinlich ein Take, den viele nicht nachvollziehen können, aber ich bin inzwischen eigentlich nicht zwingend für Klarnamenpflicht im Internet, aber doch, dass ersichtlich ist, wer hinter dem Account steckt. Weil ich frage mich halt, wie das Internet, wie Social Media dann noch aussehen würde.
Ja, ich möchte schon Gronkh sein, ja, aber zumindest muss klar sein, wer dahinter steckt. Auf jeder Plattform. Egal, wo du angemeldet bist, mit egal, wie du dich dann nennst, ist egal. Und du musst dann halt, und dann kann man sehen, wer du bist, wer die anderen sind. Früher habe ich alles verteufelt, ich wollte das überhaupt nicht haben, kein bisschen. Aber je länger, und ne, wir sind jetzt inzwischen in einer anderen Timeline. Die Landschaft im Internet sieht anders aus. Und ich glaube, inzwischen wäre das, glaube ich, keine so schlechte Idee. Ja, auch wenn wahrscheinlich, okay, mich hassen nicht ganz so viele, wie ich gerade sehe. Ja, okay. Scheiße für Journalisten und Whistleblower. Vielleicht gibt es ja auch, ne, ich habe das jetzt nicht ausgearbeitet oder so. Vielleicht gibt es ja auch Ausnahmen, wo man sagen muss, okay, die haben dann Zeugenschutzprogramm oder sonst irgendwas, die haben dann einen anderen Namen oder so. Keine Ahnung, vielleicht gibt es sowas ja auch. Deine Meinung. Ja, ist meine Meinung, ganz genau. Mehr ist es nicht. Ist jetzt nicht so, dass das morgen instanziert wird, weil Erik das gesagt hat. So ist es nicht. Ja, und ich habe das auch nicht ausgearbeitet, sondern einfach nur, klar, kann Ausnahmen geben, aber ich frage mich halt, wie Social Media dann aussehen würde. Würde ich gerne wissen. Ich würde gerne in einer Parallelwelt gucken, wo es das gibt und wie das Internet da aussieht. Fände ich ganz spannend. Fände ich super interessant. Und wenn ihr dann jemanden Dickpick schickt, dann gibt es die Möglichkeit, Dankeschön, Löwen, dass du den Link teilst, wenn ihr jemanden Dickpick schickt, gibt es die Möglichkeit, dass du das öffentlich ausstellen kannst im Zusammenhang mit dem Namen. Das heißt, der wird öffentlich geschämt, sodass das immer Konsequenzen hat. Ja, dass wenn du sowas machst, dass es einfach Konsequenzen hat. Und jeder kann sehen, okay, das ist sein Schwanz. Und seine ganzen Nachbarn haben seinen Schwanz gesehen. Bäm. Und dann Arbeitgeber und alle Kollegen haben den Schwanz gesehen. Alle sehen das. Nur mal so als Beispiel dafür. Ja, einfach Konsequenzen. Nicht so toxisch, ich sehe daran nichts Toxisches. Wenn du jemanden ungefragt Dickpics schickst, wäre es schön, wenn es Konsequenzen gäbe. Ich fände das ganz gut. Und du weißt ja, was für Konsequenzen gibt. Ja gut, vielleicht gibt es Seiten, wo das vielleicht ungünstig wäre, wenn Leute abends heimlich, wenn keiner guckt, im Dunkeln sitzen, ja, mit dem Taschentuch und Creme vorm Rechner, da ist es vielleicht ungünstig. Ich habe das nicht durchdacht, ja. Mir ging es hier gerade nur um Social Media. Ja, na gut. Aber vielleicht ist es bloßstellend doof mit den Schwanzbildern. Ich weiß, ja, vielleicht war das ein bisschen harsch. Vielleicht reicht es ja, wenn die automatisiert von der KI rauskollektiert werden und direkt zur Anzeige gebracht. Vielleicht reicht das ja auch. Geht in erster Linie um ungefragte Bilder. Ich habe jetzt erstmal nur Dickpics genommen. Es gibt aber auch sehr viele andere Aussagen auf Social Media Plattformen. Oder wie hier, wo wir gerade gehört haben, wo abgetrennte Körperteile von Leichen geschickt wurden, dass man sowas vielleicht schneller zur Anzeige bringen kann oder vielleicht sowas direkt mit dem Klarnamen assoziieren kann, wer das geschickt hat. Frage mich, ob Leute sich das dann zweimal überlegen. Kommt eh nichts bei rum. Es ist einfach wichtig, sowas in der Gesellschaft als Statistik festgelegt zu haben, damit es einfach irgendwann auch Änderungen in der Gesetzeslage gibt. Also zeigt sowas bitte immer an. Und prinzipiell gab es natürlich auch viele Morddrohungen und Vergewaltigungen, was halt gar nicht geht. Oder auch die Katzen wurden ständig mit reingezogen. Und ich habe sie doch so gerne in der Story. Ich weiß noch, einer hat so eine richtig widerliche Nachricht geschrieben, so von wegen, ich komme zu dir nach Hause, schneid deinen Katzen den Schwanz ab, erstick dich damit, dich, schände dann noch deine Leiche. So komplett durchgedrehter Text und dann geht man so aufs Profil, Marvin 13 Jahre alt, man denkt so, wow. Und bei sowas werden direkt die Eltern informiert, falls die das überhaupt interessiert, da kriegen direkt die Eltern Nachricht, hier guck mal, das macht dein Kind. Darum sind Kinder scheiße. Ich hoffe, das wird dadurch jetzt ein bisschen klar. Medienkompetenz, da sind wir wieder, leider ja. Auch hier vielleicht einfach mal eine kleine Erinnerung an alle Eltern, die zu... Und natürlich sind nicht alle Kinder scheiße. Das wollte ich damit natürlich nicht sagen. Es ist immer sehr verallgemeinert. ...umschauen oder ältere Geschwister, habt ein Auge auf Kinder im Internet. Weil, ich meine, ApoRed hat durch Fortnite, was er früher gespielt hat, auch teilweise eine sehr junge Zuschauer-Fanbase. Und das habe ich auf jeden Fall gemerkt. Ich meine, das ist für mich natürlich dann... Ja, ich weiß gar nicht, ob es... Doch, es ist irgendwie zwar weniger schockierend, wenn man irgendwelche Drohungen kriegt von 13-Jährigen. Andererseits ist es halt trotzdem mega schockierend, dass so junge Menschen so einen kranken Scheiß schreiben. Also bitte passt auf Kinder im Internet auf. Hier in der Infobox findet ihr dazu auch nochmal ein paar Berichte. Vielleicht guckt ihr da auch nochmal rein. Sollte sich dein Kind so anziehen? Ach, Collie Creek, weißt du was? Verpiss dich von meinem Channel.
Es geht dich einen Scheiß an, ob mein Kind sich so anzieht. Es geht dich einen Scheiß an. Wo kommen denn diese Loser alle her? Wo kommen denn diese Vollhonks her, die nicht mit Brüsten umgehen können? Es geht dich einen Scheiß an, ob meine Tochter sich so anzieht. Das geht dich einen Scheiß an. Die Brüste anderer Frauen gehen dich einen Scheiß an. Ich wiederhole es gerne nochmal. Was für Loser. Was für unfassbare Loser. Junge, 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 Junge. Oh. Okay, weiter. Ich habe den einfach kurz weggebannt. Entschuldigung, ich wollte nur kurz drauf eingehen. So. Das sind keine, nee, das sind keine Alphas. Das ist alles andere als das. Das sind, will ich das Wort Insel sagen? Ich weiß nicht mal. Das ist auch so überprofessional benutzt. Das ist einfach Loser. Einfach Loser. Komplette Loser. So, weiter geht's. Nicht ärgern lassen. So, kommen wir zu dem nächsten Punkt, der mir persönlich auch sehr wichtig ist zu erwähnen, und zwar zu dem Opfer an sich sein. Denn ich finde überhaupt das Wort Opfer schon sehr unangenehm irgendwie, weil dieses Wort einfach inflationär als Beleidigung genutzt wird und das ja direkt True. Schon den Anschein erwirkt, dass man selber die dumme Person ist, obwohl man ja eigentlich nichts dafür kann. Worauf ich hier hinaus will, ist, Stimmt. dass Opfer sein an sich schon mit so viel Scham verbunden ist und das unfassbar viel Überwindung kostet, da überhaupt rauszukommen. Um euch auch hier einfach mal ein Beispiel aus meiner persönlichen Erfahrung zu geben. Meine Kindheit war von emotionalen und gewalttätigen Missbrauch geprägt. Ich habe mir damals in der Schule blaue Flecken mit Make-up abgeschminkt und Kratzer mit Schals oder sonstigen Sachen verdeckt, weil ich mich dafür geschämt habe, dass meine narzisstische Mutter mich als Kind verprügelt hat. Und das muss man sich mal reinziehen. Weil Kinder sich immer erstmal selbst die Schuld geben. Ja, also jetzt sind wir bei Kindern, aber ne, vorher, Kleinkinder vor allen Dingen. Kleinkinder geben sich immer erstmal selbst die Schuld, weil sie immer denken, sie haben was falsch gemacht und werden deswegen bestraft. Ja, und das macht auch was mit einem. Was für ein Bullshit. Warum erzählt man das im Internet? Du, Burning Candle, warum erzählt man es nicht im Internet? Vielleicht können manche Leute einfach auch mit ihrer Vergangenheit umgehen und haben die aufgearbeitet für sich. Ja, und haben daraus auch Sachen, also ich hab auch schon aus meiner Kindheit erzählt, auch viel von düsteren Seiten, sage ich mal. Und es hilft, wenn Leute darüber reden, dass man mit seinem Scheiß nicht so alleine ist. Und es hilft dir, wenn du über deine Scheiße redest, A, dass du mit deiner Scheiße nicht alleine bist, und B, hilft es dir immer, über deine Probleme zu reden, damit du sie so aufarbeiten kannst. Aber dazu musst du sie erstmal realisieren. Und deswegen ist es super, wenn man auch darüber im Internet redet, damit auch andere Leute sehen, okay, alles klar, krass, ist mir auch passiert. Ich bin gar nicht so scheiße. Genau, es wird nicht besser, wenn man alles totschweigt, vor allen Dingen nicht, wenn man alles in sich reinfrisst und das zu den falschen Themen immer wieder rausbricht. Wenn du Sachen nie verarbeitet hast und irgendwer irgendwie irgendwas triggert dann bei dir irgendwas, dass das aus dir rausbricht. Immer wieder. Deswegen, genau, Entstigmatisierung, ganz genau. Du musst einfach deine Sachen selber für dich aufarbeiten, damit du selber lernst, mit dir zu leben, ja, damit du dich selber auch einschätzen kannst. Das ist nicht immer leicht. Und je mehr man das macht, desto mehr merkt man, wie die ganzen Sachen keine Macht mehr über dich haben. Ja, die ganzen Geheimnisse, die du hast, die ganzen Sachen, von denen du nie wolltest, dass das ans Licht kommt, weil du dich dafür schämst. Aber in Wahrheit sind das alles gesellschaftliche Probleme und du bist überhaupt nicht alleine damit. Unglaublich viel mehr Leute sind betroffen, als du vielleicht denkst, weil jeder in seinem Leben so viel Scheiße erlebt hat. Und du wirst feststellen, dass du damit selber eine sehr viel ausgeglichenere Persönlichkeit kriegst. Dass du selber sehr viel mehr Glück für dein Leben empfindest, wenn diese Sachen keine Macht mehr über dich haben. Das funktioniert bei fast allem. Genau, und du machst deine Schwächen letzten Endes zu stärken, das stimmt. Eine tolle Frau, so viel Respekt, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und du merkst einfach, je mehr sie redet, desto mehr merkst du, was für eine starke Frau das ist. Und sie hat auf jeden Fall ihre Sachen aufgearbeitet. Und ich glaube, deswegen ist sie auch so stark. Also zumindest ist es ein Grund wahrscheinlich, warum sie so stark ist. Ja, so warte. Mich als Kind verprügelt hat. Und das muss man sich mal reinziehen. Was für ein Bullshit-Gedanke das einfach ist, dass man sich als Kind schämt dafür, dass die eigene Mutter einen verprügelt. Ich konnte ja überhaupt gar nichts dafür. Trotzdem habe ich mich dafür geschämt. Und das kostet so viel Überwindung, da erstmal aus diesem negativen Glaubenssatz rauszubrechen. Ich habe das Ganze in meiner frühen Teenagerzeit begriffen, aufgrund dessen, weil ich viel reflektiert habe, super viel mit Freunden gesprochen habe. Und diese ganze Thematik von
Gaslooming, Gaslighting und narzisstische Strukturen einfach für mich da schon ein Riesenthema war. Vor allem Gaslighting, viele Leute kennen den Begriff immer noch nicht. Wenn du irgendwann dahinter kommst, wie das funktioniert, das System, dass Leute dir irgendwelche Sachen einreden wollen, die aber A, entweder nicht stattgefunden haben oder B, nicht so sind, aber Leute wollen dir sagen, wie du zu denken hast oder wie du gedacht oder irgendwas. Die wollen dir irgendwas wollen die dir einreden. Und wenn du das System aber, Lightning, ne? Ich weiß nicht warum. Gaslighting. Ist auch egal. Darum geht's nicht. Aber wenn du das System einmal durchblickt hast, dann merkst du, an wie vielen Stellen das tatsächlich stattfindet. Teilweise, manchmal auch, und manchmal auch gar nicht böse gemeint, auch manchmal überhaupt nicht extra oder sonst irgendwas, aber es passiert immer mal wieder überall und lalala. Das ist schon krass. Das ist wirklich schon krass. Ich wusste früher überhaupt gar nicht, was es bedeutet. Ich hatte gar keine Ahnung davon. Habe ich erst über die letzten Jahre habe ich das gelernt. Ja, manchmal auch unterbewusst, ja, und vielleicht auch manchmal einfach so aus, ja, es ist Manipulation, aber nicht wirklich immer bösartig. Es ist nicht wirklich immer bösartig, ja, oft schon, aber nicht immer. Ja, und das ist schon interessant. Kommt auch vielleicht mal in Beziehungen vor, ohne dass man es gegenseitig böse meint oder sonst irgendwas, einfach nur, kommt halt vor. Wir haben uns ja auch schon dabei ertappt und mussten lachen darüber. So, warte, komm, wir machen weiter, warte. Und ich denke auch, dass ein ApoRed sehr viele narzisstische Züge hat. Und 100 pro. War die Situation. ApoRed ist auch niemals schuld. Er ist niemals schuld an irgendwas. Nur andere sind immer schuld, weil er ist der Main Character, er ist das Big Brain. Der Typ ist einfach ein Bilderbuch-Narzisst. Ist einfach kompletter Bilderbuch-Narzisst. Von hinten bis vorne. Ich denke auch, dass ein ApoRed sehr viele narzisstische Züge hat. Und deswegen war die Situation für mich, also was das Verhalten von ApoRed und halt auch die Hasskommentare angeht, relativ durchschaubar. Sodass bei mir quasi hier in diesem Fall ein Privileg wieder entstanden ist, dass ich die ganze Scheiße in meiner Kindheit schon durch hatte und viele Strukturen einfach schon kannte. Und hier muss man auch nochmal ganz klar sagen, dass traumatische Erfahrungen einen nicht stärker machen, sondern das ist man immer selber, weil man sich aus der Scheiße rausarbeitet, aber das kostet, wie gesagt, sehr viel Kraft und Energie. Und deswegen kann ich jedem nur raten, redet über eure Probleme. Wenn ihr das Gefühl habt, euch hört keiner zu oder ihr werdet ausgelacht dafür, dann sucht nach Leuten. Wir sind hier 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Irgendjemand wird euch hundertprozentig zuhören. Keine Sorge. Ist manchmal, glaube ich, ist eine starke Aussage, aber manchmal ist es halt nicht so leicht. Das ist schon schwierig. Aber sie hat recht. Und vor allen Dingen muss man, das Erste, was man machen muss, ist sich selbst mit seinen Problemen konfrontieren. Also wissen, dass da irgendwas ist und dann rausarbeiten, was es ist und auch selber mit sich selbst da, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Man muss sich auch mit sich selbst auseinandersetzen. Das muss man halt auch. Das muss man können und das muss man wollen. Und wenn man das kann, ist es, glaube ich, einfacher. Sich selbst lieben, da ist man noch weit von entfernt. Aber wenn man das kann, kann man schon mal vielleicht vor anderen über Sachen reden. Bei anderen Sachen ja zugeben, mehr oder weniger. Was aber schwierig ist, weil dazu braucht man natürlich Leute, die zumindest über etwas Empathie verfügen. Wenn man diesen Umkreis hat, ich glaube, das ist viel, viel wert. Leute mit Empathie, so viel wert. Puh. Ja, schwer Menschen dafür zu finden. Ja. Aber das muss ja nicht unbedingt RL sein. Das kann ja auch erstmal vielleicht irgendwo in so einem Forum sein oder sonst irgendwas, in so einem Interessensforum oder bla. Das kann ja auch irgendwo sein. Und wenn man da anfängt, sich zu öffnen, und da bist du noch anonym, vielleicht unter falschem Namen und da vielleicht über seine Sachen erzählen, dann wird man schon sehen, dass man nicht die einzige Person ist mit diesem Problem. Das funktioniert vielleicht ein bisschen besser. Ja. Seid nicht allein. Es gibt genug Leute, die ähnliche Scheiße jetzt gerade in dem Moment durchmachen, die ihr durchmacht oder auch schon durchgemacht habt. Und es gibt immer Leute, die euch zuhören. Auch wenn ihr vielleicht... Ich habe leider immer das Gefühl, wenn ich über meine Gefühle rede, gehe ich Leuten auf den Sack und ich nerve. Wenn du das Gefühl hast, dass du... Das müssen nicht unbedingt an den Leuten liegen. Du kannst auch selber das Gefühl haben, ich will kein Problem für andere sein. Ja, ich will andere mit meinem Scheiß nicht belasten. Kann ich absolut nachvollziehen. Aber im Grunde genommen kannst du ja auch darüber reden. Wie soll ich das erklären? Du kannst ja auch darüber reden, ohne
ja, wie soll ich sagen, ohne Selbstmitleid provozieren zu wollen oder Selbstmitleid zu provozieren, sondern wirklich das objektiv einfach erzählen. Weil es Leute schon, ich glaube, Leute interessiert es schon, wenn andere Leute sich ihnen gegenüber öffnen, behaupte ich einfach mal. Telefonseelsorge geht natürlich auch, klar, vielen Dank, dass ihr die Nummer reinpostet, das geht natürlich auch. Du kannst dann gegenüber fragen, ob du darüber reden darfst. Genau. Oder es kommt natürlich auch auf die Situation drauf an. Das ist natürlich auch immer wichtig, dass die Situation stimmt. Aber du solltest natürlich nicht das Problem haben, das Gefühl haben, das Problem zu sein. Dann ist halt die Frage, hast du das Gefühl wegen dir, weil du niemandem zur Last fallen willst, oder hast du das Gefühl, weil das Publikum eventuell das Falsche ist? Das kann natürlich auch sein. Ja, komm, wir machen aber ein bisschen weiter. Warte mal. Macht oder auch schon durchgemacht habt. Und es gibt immer Leute, die euch zuhören. Auch wenn ihr vielleicht im ersten Moment denkt, so, hey, keiner interessiert sich für mich oder niemand hört mir zu. Doch, es hören Menschen zu. Für Betroffene von häuslicher Gewalt, sexuellem Missbrauch oder sonstige Probleme gibt es in Deutschland halt auch wirklich gute Anlaufstellen, wie zum Beispiel den Weißen Ring oder zum Beispiel auch Krisenchat. Da könnt ihr per WhatsApp Carina ist uns voraus. Schreiben, 24/7. Die Frau ist uns voraus. Ganz viele Anlaufstellen einfach mal unten in die Infobox, also da gerne vorbeischauen und auch gerne teilen solche Nummern. Es ist immer super wichtig. Man weiß nie, wer gerade vielleicht genau in diesem Moment diese Nummern braucht. Ich war damals eher ein ruhiges, super liebes Kind, was eigentlich den ganzen Tag nur malen wollte. Und natürlich habe ich es nicht verdient gehabt, verprügelt zu werden, angeschrien zu werden, im Schrank eingesperrt zu werden oder sonstiges. Und auch aus heutiger Sicht habe ich jetzt keine Wut auf meine Mutter, sondern ich weiß, die hat halt auch in ihrer Kindheit ihre Traumata gehabt. Vielleicht sind Traumata eine Erklärung für die Verhaltensweise von Menschen. Aber es rechtfertigt niemals, dass man anderen Menschen Ähnliches oder den gleichen Schmerz antut, den man vielleicht selber erfahren hat. Auch einem ApoRed wird sicherlich schon viel Scheiße im Leben passiert sein. Aber letzten Endes hatte er jederzeit die Wahl, anderen zu schaden oder einfach mal Einsicht zu zeigen, sich selbst zu reflektieren und sich zu entschuldigen. Ich meine, ich habe diesen ganzen Scheiß mit Gaslighting, Manipulation, Beleidigung schon in meiner Kindheit durch. Ich habe eher das Problem, dass ich meine Probleme nicht als gerechtfertigt empfinde. Stell dich nicht so an. Ja, ist genau wie Indianer kennt keinen Schmerz. Ja, aber das ist egal. Deine Probleme sind für dich genauso real wie andere Probleme für andere Menschen. Und dabei, es gibt keine Problem-Olympiade, es gibt keinen Problem-Wettbewerb. Das gibt's einfach nicht. Und es gibt keinen anderen, geht schlechter als dir. Sowas, das ist kein Argument. Weil wenn du nach unten stapelst, dann kannst du die ganze Welt verbrennen. So, das ist einfach Bullshit. Genau, jeder hat seine Päckchen zu tragen. Oder wie Elfen schreibt, jeder lebt in seiner eigenen Hölle. Das ist wunderschön formuliert, aber leider auch wahr. Ja, das stimmt. Für jeden sind die eigenen Probleme die wichtigsten. Das hört sich doof an, ja, und vielleicht auch ein bisschen egozentrisch, aber leider wahr. Es gibt kein, ja, aber die Kinder in Afrika. Das gibt es da einfach nicht. Und wer so argumentiert, wisch den beiseite. Der hat in deinem Leben nichts verloren. Das hat einfach keinen Wert. Der trägt nichts zu deinem Leben bei. Weg damit. Einfach weg damit. Stell dich nicht so an, ist ein hochgefährlicher Satz. Ja, ist so. Ist wirklich so. Für jeden sind die eigenen Probleme die realsten, glaube ich, passt besser. Ja, und vor allen Dingen auch im eigenen Leben die wichtigsten. Ist leider so. Und ist nicht egoistisch gemeint. Also, ne, ist nicht so aus Egoismus heraus. Man kann trotzdem noch anderen Leuten bei ihren Problemen helfen, auch wenn man selber welche hat. Das spricht das ja gar nicht ab. Ne? Das will ich damit auch gar nicht sagen. Es ist nur so, dass die eigenen Probleme niemals unwichtiger sind als andere. Oder die Probleme anderer. Niemals. Never. Und das darf man sich auch von niemandem einreden oder sagen lassen. Das hat auch kein anderer für einen zu entscheiden, wie groß deine Probleme sind. Wir gehen wieder rein. Entschuldigung, heute ist hier. Scheiß mit Gaslighting, Manipulation, Beleidigung schon in meiner Kindheit durch. So, ApoRed, Kuchen, Monte, AVK-Community, alle nicht schlimmer als meine Mom.
Und auch hier nochmal ein kleiner Disclaimer. Auch wenn ich jetzt hier zwischendurch mal so funny drüber rede, das ist immer noch meine Sicht als Betroffene. Ich entscheide, wie ich mit meinen Traumata und Situationen umgehe. Und ich hoffe, ihr checkt, dass das einfach ein Coping-Mechanismus ist. Ich meine, ja, ich könnte jetzt hier auch sitzen und heulen. Ich entscheide mich lieber dafür, Witze zu reißen. Ich meine, guckt euch unsere Weihnachtskarte an. Das ist ein kleiner Einblick. Was zum Teufel? Ich will nicht wissen, was da passiert ist. Wo unsere Mutter damals den ganzen Kühlschrank entleert hat. Einfach nur, weil Spinat nicht im Topf gemacht wurde, sondern in der Mikrowelle. Galgenhumor. Opfer sein ist also mit extremst viel Scham oft verbunden und es kostet halt sehr viel Überwindung. Wenn man die Scham dann aber endlich mal überwunden hat und sich anderen Menschen anvertraut, diese aber einen nicht ernst nehmen oder sogar noch beleidigen oder schämen, so, dann ist das eine absolute Katastrophe. So, ich meine, genau das ist hier ja passiert. Zum Glück war ich jetzt nicht traumatisiert in der Situation, aber ihr müsst ja auch mal darüber nachdenken, wie viele Leute zugeguckt haben. Das ist hier ein öffentlicher Fall. Wie viele Leute haben sich das angeguckt, die vielleicht selber Betroffene von sexueller Belästigung sind und dann sehen sie das, dass die Frauen nur geschämt und fertig gemacht werden. Denkt ihr, dass Betroffene dadurch ermutigt werden, über ihre Probleme zu reden? Eher weniger, weil sie das Gefühl kriegen, scheiße, man wird ja überhaupt nicht ernst genommen in der Gesellschaft und das ist ein riesengroßes Problem. Das muss sich übrigens jeder auch mal selber fragen, dass wenn er sowas schreibt, dass vielleicht auch Leute zugucken, vielleicht auch im engeren Bekanntenkreis, dass ihr damit niemand seid, dem euch irgendwer was anvertraut. UpRed hat hier letzten Endes Opfern von sexueller Belästigung definitiv keinen Gefallen getan, vor allem dadurch, dass er als Influencer auch immer eine Vorbildfunktion hat und seine Art auf Zuschauer abfärbt. Und das alles nur für sein viel zu großes Ego. Ohne Witz, ich verstehe diesen mega übertriebenen... Ich glaube, das stimmt gar nicht. Ich glaube, der ApoRed hat ein ganz kleines Ego. Ich glaube, der hat ein winziges Ego. Ich bin mir sehr sicher, dass... Also ich bin jetzt kein Psychologe oder so, aber von allem, was ich so mitkriege, der hat ein sehr winziges Ego. Ein ganz, ganz kleines. Und deswegen überkompensiert er komplett alles. Also, ja, das ist, diese Glaskrankheit, aber ist ein Ego. Heißt doch Glaskrankheit, bei den Knochen, die immer sofort brechen, ne? Das ist, glaube ich, das, ja. Eine Vorbildfunktion hat und seine Art auf Zuschauer abfärbt. Und das alles nur für sein viel zu großes Ego. Aber ich bin ehrlich, ist mir egal, was der für ein Ego hat. Der Typ ist mega. Ohne Witz, ich verstehe diesen mega übertriebenen, möchte gern Ego-Bullshit nicht. Ich bin so reich, ich habe 2 Range Rover, ich habe 1 Million Sneaker. So, what the fuck, das ist doch kein Flex, das ist einfach nur cringe. Wisst ihr, was ein Flex ist? Familientraumata zu durchbrechen, selbstständig mit der eigenen Kunst zu sein, sich alles selbst erarbeitet zu haben, Solidarität und Mitgefühl für andere zu zeigen, das ist ein Real Flex. Ich will jetzt hier auch nicht Frau. Den Moralapostel spielen. Ich meine, ja, okay, ich bin auch nicht ganz von Materialismus geile befreit. Frau. Ich meine, wer ist das schon in dieser heutigen Welt? Based als ich einfach. Den Fall gewonnen habe, musste ich mich erstmal selber belohnen und habe mir diesen mega fancy Mantel hier gekauft und diese mega fancy Schuhe. Ach, ich lieb's. Naja, Carina Pusch, Opfer von Sexismus und Opfer des Kapitalismus. Naja, aber hey, ist natürlich kein Echtpelz. Ich meine, seit 25 Jahren esse ich kein Fleisch, bin Veganerin und mache schon seit Ewigkeiten Tierschutzprojekte. Und dieser Mantel ist bei Vinted gekauft, also ne, chillt. Letzten Endes will ich damit nur sagen, hey, ich verstehe gewisses Flexen sogar zu einem gewissen Grad halt. Es ist natürlich klar, dass wenn man sich vielleicht selber belohnt, etwas einen glücklich macht. Weißt du, wie ich flexe? Ich mache ganz schön Impact-Werbung vom fleckigen Bettlaken, wo ich keinen Satz rauskriege. Das ist meine Art von Flex. Und man sich das selbst erarbeitet hat, dass man sich Sachen auch gönnen kann, das kann ich vollkommen verstehen. Aber hier ist ja das Problem, dass ApoRed halt erstens gar kein Geld hat, die ganze Zeit mit Geld flext, sich über andere Leute, die wenig Geld haben, sogar lustig macht, plus das Ego so hoch pushen muss, und zwar in etlichen Bereichen, dass er dabei quasi über Leichen geht und es ihm dabei scheißegal ist, wie er anderen Menschen damit schadet. Flexen ist die eine Sache, ob man das cool oder nicht cool findet, aber was halt gar nicht geht, ist Flexen auf Kosten anderer Menschen. Und wo wir gerade beim Thema Geld sind, kommen wir direkt zum nächsten Thema, was ich unbedingt hier noch ansprechen möchte. Oha!
Das haben wir vorhin schon ein bisschen aufgearbeitet. Ich glaube, einer der mir größten immer wieder vorgeworfenen Punkte in diesen letzten 3 Jahren war, dass ich von ApoRed einfach nur Fame, Geld und Aufmerksamkeit abgreifen möchte und mir deswegen die Belästigung ausgedacht habe. Niemand, wirklich niemand, niemand, und ich wiederhole mich, niemand will die Zielgruppe von ApoFleck. Niemand will die. Die will niemand auf seinem Channel haben. Nur ApoFleck. Vielleicht noch Leo Masch. Ich habe keine Ahnung, wie der ganze Dunstkreis da heißt. Keine Ahnung. Aber niemand will diese Leute bei sich haben. Also das absolute Klischee-Vorurteil, wenn es um sexuelle Belästigung von Frauen geht. Und jetzt gucken wir uns mal die Situation von ApoRed und mir ganz spezifisch auf diesen Fall bezogen mal an. Auf der einen Seite hat man mich. Ich bin nicht abhängig von Social Media. Ich bin Bodypainting-Künstlerin. Ich bin Make-up-Artist. Ich schminke für Events, Messen, Musikvideos, TV-Shows und so weiter. Ich mache Kostüme selbst für Diskotheken, für Events, für YouTube, für Musikvideos, unter anderem zum Beispiel auch für Julian Bam, da werden mich die meisten aus dem Mainstream-Bereich wahrscheinlich auch erkennen. Dann habe ich auch noch ein eigenes Tattoo-Studio, bin also Tätowiererin. Zusätzlich habe ich noch eine eigene Bodypainting-Farbenmarke, das heißt jedes Bodypainting, Facepainting, was ich schminke, ist mit meinen Produkten gemacht. Außerdem habe ich auch schon im Theater gearbeitet oder als Dozentin für eine Make-up-Schule und anderen Leuten Schminken beigebracht. Ich könnte also von heute auf morgen alle meine Social-Media-Accounts löschen und ich hätte trotzdem genug zu tun, vor allem, weil ich das Ganze jetzt seit fast 10 Jahren mache und mittlerweile ein so großes Netzwerk in der Künstlerbranche habe, auch bei YouTubern und generell im Kreativbereich. Und natürlich ist der Social-Media-Bereich, was Instagram, Twitch, YouTube und so weiter angeht, auch ein Beruf von mir. Aber ich bin nicht abhängig davon, sondern mache das, weil ich es liebe, andere Leute zu inspirieren, weil ich einfach Bock drauf habe. Auf der anderen Seite hat man im Vergleich dazu einen ApoRed, der komplett abhängig von Social Media ist. Ich meine, was macht ApoRed, wenn Social Media nicht mehr läuft? Mit der Reichweite und vor allem dem negativen Ruf wird es verdammt schwierig werden. Was macht ApoRed, wenn es mit Social Media nicht mehr läuft? Lass mir überlegen. Was macht ApoRed, wenn es mit Social Media nicht mehr läuft? Ich würde vermuten, er würde warten, dass Dezember ist. Und dann würde er ein Wahrheitsvideo machen, ja, wie es wirklich bei ihm aussieht. Und dann würde er mit Leo Mascher ein Video machen, Eier, pipapo, und war alles nur ein Fake. Und dann würde er in dem Video sagen, ja, jetzt das Video mit der Wahrheit droppt und dann macht er noch ein Video. Das würde, glaube ich, machen, wenn es mit Social Media nicht mehr läuft. Ich glaube, das wäre sein Plan. Ja, was vielleicht noch geht, eine schöne Dubai-Reise und noch 1:500 Hebel-Scams. Ja, so die letzten Leute, die an ihn glauben, auch noch die alle verprellen. Ich glaube, wenn es bei ihm nicht mehr läuft, dann sorgt er dafür, dass es gar nicht mehr läuft. Dass er die letzten, die noch da sind, auch noch komplett verarscht. Wieder und wieder und wieder, bis die letzten auch noch weg sind. Also, das muss man hinkriegen. Einen normalen Job zu machen. Stellt euch mal einen ApoRed vor, der in einem Supermarkt oder sonst wo arbeitet. Das würde ja gar nicht funktionieren, weil etliche Zuschauer da hinkommen würden. Und auch irgendwelche Jobs, ich sag mal, hinter den Kulissen, auch eher schwierig mit dem aktuellen Ruf. So, das heißt also, wir haben in diesem Fall hier die perfekte Gegenüberstellung von jemandem, der insolvent ist und auf Social Media angewiesen ist und einer Frau, die selbstständig ist und eben nicht auf Social Media angewiesen ist und die vor allem auch nicht insolvent oder pleite ist. Und eigentlich dürfte doch in diesem perfekten Konstellationsbeispiel... War sie nicht auch in meinem Mondvideo? Sie hat doch auch bei einem Mann im Mond-Video mitgemacht, oder? Ich glaube ja, ich bin mir gerade nicht so sicher. Dieser Vorwurf mit, die Frau will nur Fame, Geld und Aufmerksamkeit von ihm haben, gar nicht. Komm, guess what? Ja. Trotzdem war das der Fall. So, jetzt muss man sich einfach mal fragen, wie geht's denn dann Frauen in so einer Situation, wenn der Mann extrem viel Macht und Geld hat und die Frau selbst vielleicht nicht diese Jobabsicherung hat oder... Und die Ironie dabei ist, sie hat einen Fakt drauf gegeben, hat sich nicht dazu geäußert und er hat 16 Stunden Videocontent hochgeladen über das Thema. Und jetzt erzähl mir, wer will Fame abgreifen davon? Wer will das gerne mitnehmen? Wer wollte das monetarisieren? Und wer hat
wer hat noch bei ihr die ganze Scheiße ausgekippt? Wer könnte das gewesen sein? Darf man nicht vergessen. Oder generelle Privilegien, wie jetzt ich hier in dem Fall. Wenn selbst mir, wobei die Lage so offensichtlich war, das immer und immer wieder vorgeworfen wurde. Sowas zu behaupten, ist nicht nur ekelhaft, sondern auch einfach faktisch falsch. Da es nur in 3% aller Fälle überhaupt zu einer Revidierung der Aussage von Opfer in Missbrauchsfällen kommt. Wer sich mehr zu dieser Thematik informieren will, dem kann ich eine Folge aus der Caroline Kebekus Show von 2021 empfehlen. Habe ich euch unten in der Infobox verlinkt. Dort wird darauf auch nochmal detaillierter eingegangen. So, und jetzt macht euch einfach mal bewusst, wann diese sexuelle Belästigungssituation mit ApoRed stattgefunden hat. Bei Electric Callboy war sie auch dabei. Okay, sie war also bei Electric Callboy dabei und sie war bei Julian Bam dabei. Da ist doch klar, dass sie unbedingt den Fame vom Allerechtesten braucht. Das ist doch ganz wichtig. Seine integere Zielgruppe ist eine Bereicherung für jeden YouTube-Kanal. Das weiß man doch. Ja, der hat 100 Likes mehr als alle. Gefunden hat. Und 100, das war 100 eher Nike. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich gerade mal ein paar tausend Abonnenten auf YouTube, habe da gerade angefangen, Kunstwissenschaften zu studieren und hatte meine ersten Make-up-Jobs. ApoRed war zu dem Zeitpunkt einer der bekanntesten und wahrscheinlich... In einem Scooter-Musikvideo und bei Saltatio Mortis auch. Okay. Die Liste wird immer länger. Die Liste wird immer länger. Bei Finch auch schon mitgemacht, okay. Rave Witches hieß das Lied. Alles klar, okay. Puh. Der ersten Make-up-Jobs. ApoRed war zu dem Zeitpunkt einer der bekanntesten und wahrscheinlich auch bestverdiensten YouTuber der Zeit. Na, erkennt ihr vielleicht den Machtmissbrauch, der hier sehr wahrscheinlich stattgefunden hat? Reicher bekannter YouTuber, unbekannte Make-up-Artistin. Tja, ich denke, Prinz Puma hat nur leider nicht damit gerechnet, dass ich auch irgendwann mal eine Stimme in der Social-Media-Welt habe und Prinz ihn dann später Puma, für sein Verhalten verbal die Fresse poliere. Aber wie oft kommt das vor, dass solche Machtverhältnisse zwischen Opfer und Täter sich über die Jahre drehen? Machtverhältnisse werden bewusst ausgenutzt, weil da natürlich normalerweise die Chance am höchsten ist, dass das Opfer schweigt aufgrund der zu großen Einschüchterung. So, damit könnt ihr euch vielleicht ja auch den potenziellen Machtmissbrauch zwischen pubertierenden, reichen, bekannten, männlichen YouTubern und Fangirls vorstellen auf zum Beispiel der Gangtour. Ich werde hier natürlich nur meine Sicht als Betroffene erzählen und versuchen, anderen damit eine Stimme zu geben. Denn ich kann und werde nicht für andere sprechen können, die jetzt vielleicht gerade in diesem Moment aus Selbstschutz schweigen. Wenn selbst ich, die viele Privilegien in diesem Fall hier hatte, trotzdem extrem unter dieser Veröffentlichung gelitten habe, dann denke ich, dass ihr das Schweigen vieler anderer da draußen verstehen könnt. Ist schon echt gut, dass du das Haus kaum verlässt, Erik. Wieder 81, was meinst du damit? Bin gerade neugierig. Also ja, er hat nicht Unrecht, das stimmt schon, aber... Meinst du, weil da draußen, weil sowieso alles Kacke ist da draußen oder hat das einen anderen Grund? Ich frage einfach mal, weil es kalt ist auch draußen, das stimmt schon, ja. Ich lass mal weiterlaufen, Wühler, ne? Ich freue mich auf die Antwort. Ich mach mal weiter, damit wir hier nicht 10 Stunden sitzen. Das Video. Aber wir sind fast, 10 Minuten haben wir noch, geil. Gelitten habe, dann denke ich, dass ihr das Schweigen vieler anderer da draußen verstehen könnt. Aber das darf es doch eigentlich nicht sein, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der sich Opfer von sexueller Gewalt nach der Tat so sehr schämen, sie Angst haben müssen, dass ihnen niemand glaubt oder sie sogar obendrauf noch beleidigt werden. Es ist so wichtig, als Gesellschaft ein Supportsystem für Betroffene zu sein und es diesen nicht noch schwerer in sowieso schon so schlimmen Situationen zu machen. Moment. Bei diesem Video bin ich überemotional. Ja, das nehme ich mir für mich raus. Ich bin hier gerade überemotional. Ich würde hier ganz gerne auch noch mit einem weiteren Vorurteil versuchen aufzuräumen. Und zwar auch eine Sache, die mir ständig vorgeworfen wurde, aber die mir vor allem in dem Livestream, der damals bei uns gerade aufgefallen ist. Und zwar, dass ich zu emotional und wütend reagiert hätte. Und bei ihm wäre das doch total verständlich, wenn ihm sowas vorgeworfen wird, dass man dann sauer wird. Wo ich mir da schon dachte so, hä? Ich meine... Ich wusste ja, dass ich die Wahrheit sage und ich meine, ihr habt jetzt auch das Urteil hier. Allein in Anbetracht dessen ist das natürlich total ungerechtfertigt, weil ich hatte alles recht, sauer zu sein in diesem Livestream. Und ich habe da Sätze zu ApoRed gesagt, wie zum Beispiel, du hast Frauen so nicht zu behandeln. Oh, dieser Satz, der hat mir sehr viele Feministenfotzen-DMs eingebracht. Wie traurig ist bitte, dass 1000 Video liefen, wenn Gronkh die Wahrheit ausspricht, dass Sex immer mal scheiße ist. Aber ganz ehrlich, ja, das ist okay. Weil diese 1000 Viewer, also wenn die wirklich abhauen, wenn ich sowas sage, dann ist das schon mal ein Teil Zuschauerschaft, den wir hier nicht unbedingt brauchen.
Nicht böse gemeint, ja, ich weiß auch nicht, wer das alles ist oder wer da geht gerade. Ich will auch nicht alle in einen Topf werfen, aber wenn die Leute deswegen gehen, weil ich mich darüber aufrege und dann zum Beispiel auch sage, dass Leute das an Fick angeht, was zum Beispiel meine Tochter anhat oder sonst irgendwas oder anhätte, wenn ich eine hätte, dann ist das okay, das ist kein Verlust. Das ist wirklich kein Verlust. Das ist völlig okay. Das, da habe ich lieber 1000 Zuschauer weniger. Ja, und das ist nicht böse gemeint, das ist nicht bla, aber wir leben ganz gut damit, wir haben einen sehr coolen Chat dadurch. Wir greifen hier, also hier wird immer durchgegriffen. Irgendwie dachten, ich würde da irgendwie einen totalen Männerhass schieben oder so, wobei es ja einfach nur auf UpReds Verhalten bezogen war. Ich meine, guckt euch die Mimi-Videos an, da seht ihr schon, dass der Umgang mit Frauen... Ganz kurz als Vergleich, ja? Der Typ, der gerade sagte, sie wollte es damals so, ja? Man muss sich einfach nur mal vorstellen, um das in Relation zu bringen, du musst dir nur vorstellen, ja, dass dir das passiert. Du bist gerade bei einem Event und ApoRed fängt an, dich anzufassen. Stell dir das genau so vor. Einfach genau so. ApoRed kommt, der Allerechteste, sneakt einfach rein, richtig reingesneakt, ja, und fängt an, dich anzugrabbeln. Und fährt langsam mit der Hand so über deine Brust, spielt vielleicht ein bisschen am Nippel rum und geht ein bisschen runter, so streicht über deinen Bauch langsam, kommt in deinen Schambereich, ja, so vielleicht, und berührt dann zärtlich dein Pensi, dein Pinselchen. Ja, stell dir das aber so vor. Und dann sag mir, dass, ja gut, jetzt wird wahrscheinlich ein oder andere sagen, habe ich gewollt, ja, aber dann bitte raus. Ja, das ist nur, das ist die direkte Relation. Das ist einfach die direkte Relation dazu. Die direkte Relation. So. Das. Boah, ist mir selber ein bisschen übel. Wir machen weiter. Was öfteren mal von UpRed sehr zu wünschen übrig lässt, wenn wir mal die Vergangenheit angucken, und ich meine, die Erfahrung, die ich mit ihm gemacht hatte, spricht ja auch nicht für ihn, sage ich mal. Wir erinnern uns zum Beispiel auch an den Vorfall, als er in den Knast genau, gekommen, es ist übergriffig, komplett, ja natürlich, meinte, ja klar, das war nur, darum geht's ja. Weil die Richterin eine Frau war. Wizard, Dankeschön, und entschuldigung, wenn ich alles vorlese, entschuldigt bitte. Wizard, Dankeschön, Dennis Rosti, ganz, ganz lieben Dank, Dankeschön, und Wizard nochmal, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Emotional reagiert hat, das hat er tatsächlich gesagt, es stand so in der Zeitung, und genau darauf will ich nämlich hinaus. Das ist so ein typisches Vorurteil. Frauen sind ja die emotionalen. Das weibliche Geschlecht, das ist das emotionale, unkontrollierbar emotionale vor allem. Sehe ich aber anders. Ich finde, Männer sind genauso emotional, aber vielleicht auf andere Art und Weise. Es gibt zum Beispiel Takes oder Sachen, die kannst du auf Twitter nicht posten, ohne dass du sofort einen riesigen Pulk an Männern hast, die dir irgendeinen Scheiß hinterherwerfen oder sonst irgendwas. oder auch eben diese ganzen Sachen, die Carina bekommen hat an DMs und Nachrichten und bla bla bla. Das sind alles Männer, die emotional reagiert haben. Alles komplett emotional. Ja, oder bei Fußball oder bla. Das muss ja auch nichts Schlechtes sein. Eine emotionale Reaktion muss ja nicht unbedingt was Schlechtes sein. Das gibt es auch auf gute Art und Weise. Ja, aber Menschen sind emotional. So ist es eben. Menschen sind einfach emotional in verschiedenen Aspekten, auf verschiedene Arten und Weisen. Das äußert sich auf verschiedene Arten und Weisen. Das ist, ist glaube ich normal. Aber auch da gucken wir uns doch einfach mal Statistiken an. Jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau von ihrem Ex oder Partner getötet. So, jetzt sagt mir doch mal, wie emotional unkontrollierbarer will man bitte noch sein, als eine Person, die man liebt oder mal sehr geliebt hat, umzubringen. Also, das ist doch die Höhe des, man hat sich emotional nicht unter Kontrolle. What the fuck? Wieso ist es dann immer dieses Vorurteil gegen Frauen, wobei wir doch bei Männern offizielle Statistiken zum Beispiel haben? Ich meine, jeder kennt auch diese typischen, oh, die verrückte Ex-Freundin, die dies und das gemacht hat, Story. Männern wird von der Gesellschaft gelernt, ihre Gefühle zu unterdrücken. Das stimmt nur bedingt. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Ich bin ganz ehrlich, ich bin schon ein zu alter Sack. Ja? Bei uns war es damals so, eben diese Indianer kennt keinen Schmerz und Männer nicht weinen und pipapo. Ich kenne das noch sehr gut, deswegen habe ich das auch nie richtig gelernt zu weinen. Ich habe es einfach nicht gelernt, ich kann es einfach nicht richtig. Ich unterdrücke es auch immer und drücke das immer runter. Aber das macht mich nicht weniger emotional. Das Blöde ist, wenn man das eben nicht rauslässt, dann drückt man das eben runter und es bricht auf andere Art und Weise aus einem heraus, vielleicht manchmal, wenn man es gar nicht möchte. Ja, man ist dann trotzdem noch emotional, aber es verschafft sich auf andere Art und Weise Luft, weil man sich vielleicht vorher keine Luft verschaffen konnte. Ja, das ist, glaube ich, normal. Ich probiere mehr zu weinen, meistens bei Filmen oder Serien, aber ich kann es nicht, wenn Tati dabei ist zum Beispiel. Ich kann das nur machen, wenn ich ganz alleine bin.
Ich kann nur alleine weinen. Ich kann nicht, wenn jemand anders dabei ist. Ich habe meinen Stream. Ja, das manchmal bin ich da auch emotional. 2-3 Mal ist mir das, glaube ich, schon passiert. In 8 Jahren? Ja, also relativ wenig, aber es fällt mir trotzdem nicht weniger schwer. Und ich weiß, für mich weiß ich, dass das kompletter Bullshit ist. Dass ich genauso viel Recht drauf habe. Friendly Fire 1, da habe ich vor Glück geweint. Friendly Fire 1 habe ich vor Glück geweint, das ist was anderes. Aber selbst das ist weird. Ja. Ja, und ich weiß aber trotzdem, dass es einfach eine normale emotionale Reaktion ist. Und ich bin ganz ehrlich, ich weiß, wie es anderen Männern geht, aber ich habe manchmal das Gefühl, ich würde manchmal gerne Sachen rausweinen können. Ich möchte mich einfach komplett ausweinen, um das Ganze aus meinem System zu haben. Ich wünschte, ich könnte das. Es wäre so schön, wenn ich es könnte. Das wäre toll. Und ich krieg's nicht geschissen. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich gucke dann traurige Filme oder gucke dann ich gucke irgendwelche traurigen Sachen alleine, ja, für mich. Und versuch's dann da. Aber es klappt auch nur bedingt. Aber es hilft. Es hilft jedes Mal. Wenn ich es schaffe, und selbst wenn, dann stelle ich mich scheiße dabei an, weil ich es nicht richtig kann. Aber selbst wenn ich es schaffe, fühle ich mich hinterher immer besser. Weil man das einfach irgendwo in seinem komischen, ich weiß nicht, was das für ein Regal ist, in dem man das da speichert, irgendwie im Brustkasten. Aber das sind Emotionen, wenn man die nicht verarbeitet, dann brechen die auf andere Art und Weisen raus, die man vielleicht nicht will. Dann bist du vielleicht gereizt oder bla oder irgendwas angespannt. Und es hilft sehr, wenn man das vorher schon rauslässt. Ja. Ja, es ist im Grunde genommen ist es wie Luft machen. Go to the gym. Ja, es ist das was anderes. Go to the gym ist nicht der richtige Ratschlag. Das ist nicht der richtige Ratschlag. Wenn du versuchst, deine Trauer oder irgendwelche traurigen Emotionen einfach durch Muskeltraining, ja, dann gehst du halt genau in die falsche Richtung. Dann lernst du quasi, dass du damit deine Emotionen verarbeitest, damit dich selber ins Limit zu bringen oder bla oder blum. Und das ist falsch. Das ist einfach komplett falsch. Ja. So, jetzt aber, also für mich ist es falsch. Ich weiß nicht, ich finde es nicht gut. Das ist gut, genau, bei Wut funktioniert es, aber Trauer verarbeitest du dadurch nicht. Aber du selbst gerätst vielleicht in einen Rhythmus, wo du vielleicht Trauer einfach, ja, falsch rauslässt oder vielleicht, ne, ich habe das Gefühl, dass man dadurch eher was anderem die Tür öffnet. Ich bin sonst immer bei euch, also Sport ist eine sehr gute Sache, aber du kannst nicht alles mit Sport beheben, das funktioniert einfach nicht. Das funktioniert nicht. Es hilft zum Ablenken, genau, es lenkt ab, aber es bricht trotzdem nicht aus der Reihe raus. Ich bin manchmal emotional abgestumpft, ja, ich bin ganz ehrlich, bin ich manchmal auch, weil die Welt da draußen einfach ein Drecksloch geworden ist, gefühlt. So, als Psychologin kann ich sagen, du hast recht, Kronk. Ja, so, da habt ihr es. Endlich habe ich das mal erreicht. Okay, aber komm, wir machen weiter. Jeder kennt auch diese typischen, oh, die verrückte Ex-Freundin, die dies und das gemacht hat, Stories. Diese, oh, der verrückte Ex-Freund-Stories hört man nicht so oft, ne? Warum nicht? Vielleicht, weil die Frauen aus solchen Beziehungen nicht lebendig rauskommen. Und in anderen Ländern sehen die Statistiken sogar teilweise noch schlimmer aus. Und generell die Gewalt, die von Männern gegen Frauen ausgeht, ist im Vergleich einfach nur katastrophal hoch. Und das müssen wir uns bewusst machen, dass das in unserer Gesellschaft einfach ein Problem ist, was von Männern ausgeht. Und stopp, 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 bevor er mich jetzt wieder als Feministenfutze und Männerhasserin betitelt, denkt mal darüber nach, dass ich euch vorhin bewusst erzählt habe, dass der größte Täter in meinem Leben eine Frau, und zwar meine Mutter war. Ja. Es geht nicht darum, irgendwie auf Männern rumzuhacken, und es soll sich auch nicht jeder Mann direkt angegriffen fühlen. Chillt eure Base, sondern schaut auf Statistiken und werdet euch diesem Problem einfach mal bewusst. Probleme anerkennen, Situationen einfach so nehmen, wie sie sind. Wie am Anfang schon gesagt mit dieser Unfallsituation. Nehmt die Situation ernst. Da hat sie sehr, sie hat mehr Recht, also es klingt komisch, aber sie hat mehr Recht, als sie denkt. Weil ich glaube, als Mann nimmt man Dinge immer sehr persönlich, wenn es um Männer geht. Weil man sich immer sofort angesprochen fühlt und vor allem, weil es ja immer so ein bisschen aus dem Angriff heraus. Es wirkt immer wie so ein Angriff, pipapo, und als Mann geht man dann sofort in die Defensive. Ich fühle das, weil es mir früher mal genauso ging. Ich hatte das genauso. Ich konnte das auch nicht ertragen. Aber inzwischen
Es klingt komisch, aber inzwischen nehme ich mich ein bisschen aus dieser Gleichung raus und versuche es von außen zu betrachten. Das hilft sehr, sehr oft, wenn man Dinge einfach von außen betrachtet, dass man einfach, ne, natürlich sind nicht alle so und nicht alle so. Und wenn man sagt, die sind alle so, dann sind natürlich niemals alle so, sondern es gibt immer Ausnahmen, um Gottes Willen. Man muss es ja auch nicht immer, das muss man nicht immer erzählen, glaube ich. Aber es hilft immer gut, genau, wenn man einen Schritt zurückgeht und das versucht, alles von außen zu betrachten und es so nachzuvollziehen. Das hilft auf jeden Fall viel besser. Das geht schon. Auch erstmal ohne Wertung vielleicht, wenn das einfacher fällt. Und dann überlegt in diesem Fall hier auch einfach mal, ob das wirklich die richtige Vorangehensweise ist, Frauen immer vorzuwerfen, dass sie doch das emotionalere Geschlecht sind und Entscheidungen emotional treffen und sonstiges. Ihr kennt diese ganzen Klischees. Wobei wir doch so viele Statistiken haben, die das Gegenteil beweisen. Oh, stell dich mal nicht so an, ist ein Scheiß-Take. Immer gewesen, hat man von die mir auch immer wieder vorgeworfen wurde seitens von YouTubern und auch sehr vielen Zuschauern, ist, dass es doch hier gar keine Belästigung ist. Hä, eine Massage, wenn du dich da an den Schultern anfasst, das ist doch keine Belästigung. Auf der einen Seite haben sie sowieso anscheinend vercheckt, dass es hier nicht nur um eine nicht gewollte Massage geht, sondern ich auch an anderen Stellen noch angefasst wurde. Und zum anderen heißt, nein, weil ich habe ihm ja ganz deutlich zu erkennen gegeben, dass ich das nicht möchte und er hat trotzdem weitergemacht. Von daher geht die Situation sowieso schon mal gar nicht. Wenn jemand etwas nicht möchte und die andere Person macht dann trotzdem noch weiter, so dann ist es quasi eine doppelte Grenzüberschreitung, die hier passiert. Und ich finde, außenstehende Leute sollten auch nicht darüber entscheiden, wie eine andere Person etwas wahrgenommen hat oder nicht. Ich gebe euch auch... Und deswegen haben wir den Penner gerade gebannt. Hier einfach mal einen kleinen Einblick in meine Erfahrungen. Und zwar bin ich im Ruhrpott aufgewachsen und war auch immer sehr oft feiern, auf Konzerten. Und ich habe sehr, sehr viel sexuelle Gewalt und Belästigung in meinem Leben schon erfahren. Da waren etliche Sachen dabei, dass ich an Brüste, Hintern gefasst wurde. Mir wurde in die Unterhose gefasst. Ich wurde festgehalten. Ich wurde an eine Wand gedrückt. Und ich bin auch schon in Situationen gekommen, wo ich mich extremst wehren musste und jemandem Glas am Kopf kaputt gehauen habe. So, das sind einfach viele Dinge in meinem Leben schon passiert. Aber die schlimmste Erfahrung für mich, die ich gemacht habe, ist eine Situation, da war ich auf einer typischen Dorfbauernfete, man kennt sie, schön in den Feldern, irgendwo auf einem Bauernhof. Ich musste telefonieren. Ganz kurz, ich mach mal kurz Content-Warnung, nur nochmal extra. Wir hatten das vorher schon, aber das ist gefühlt Jahre her. Content-Warnung. Ich weiß nicht, was jetzt kommt, ich habe keine Ahnung, aber vorsichtshalber Content-Warnung. Bin rausgegangen, war halt auf einem Feld, es war relativ dunkel und dann waren da so 5, 6 Typen, die da langgelaufen sind. Ich hatte auch gar keinen Empfang und einer von denen hat gesagt, ey, guck mal da vorne, lass die vergewaltigen. Und dann haben die getuschelt und sind tatsächlich auf mich zugegangen und ich hatte in dem Moment so einen Schock gekriegt, habe aber trotzdem dann in dem Moment einfach das Telefon hochgenommen und habe dann so getan, als würde ich telefonieren. Und einer von denen hat den einen dann zurückgezogen und meinte, nee, die telefoniert. Und dann sind die abgehauen. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich das erzähle, einfach weil mich das in dem Moment so geschockt hat. Und Wochen später, im gleichen Ort, ist tatsächlich dann eine Vergewaltigung passiert, wo ich mir auch nur dachte so, scheiße Mann, du hast richtig Glück gehabt. Leider konnte ich keinen der Leute identifizieren, sonst hätte ich da natürlich mehr machen können. Und das ist eine Sache, wo ich tatsächlich heute noch so über 15 Jahre später dran denke, so, was wäre, wenn ich nicht diese Reaktion hätte mit schnell telefonieren, weil ich hatte halt keinen Empfang, da war niemand bei mir am Telefon. Mich hätte literally niemand schreien gehört, denn ich war abseits der Party, es war drumherum sonst niemand, der mich da gehört hätte, denn auf der Party war so laute Musik, man hätte mich auf jeden Fall von draußen nicht da drinnen gehört, wenn ich irgendwie geschrien hätte oder sonstiges. So, und das müsst ihr euch einfach mal überlegen. Ich wurde in meinem Leben so oft schon sexuell belästigt mit überall anfassen und sonstigen Ausdrücken und so weiter. Aber das, was ich am schlimmsten für mich einordne, ist eine Situation, in der ich weder berührt wurde, noch wurde ich bewusst angesprochen, sondern ich habe nur etwas gehört, was über mich gesagt wurde. Und deswegen solltet ihr euch niemals anmaßen, was eine andere Person als Belästigung empfunden hat oder nicht. Denn wie ganz am Anfang mit diesem typischen Unfallbeispiel gilt hier erstmal Situation ernst nehmen. Ganz kurz, weil ich es gelesen habe, die 110 kann man immer wählen, auch ohne Empfang? Habe ich das richtig gelesen? Wie geht das denn? Finde ich gerade gar nicht so unwichtig, das vielleicht mal anzusprechen. Ist das wirklich so? Das wusste ich nicht.
Ich lese gerade das, also ja, okay, aber ohne SIM-Card, also man, aber braucht man nicht irgendwie trotzdem Empfang dafür? Über Cell Broadcast? 110 und 112 geht auch ohne SIM? Es wird dann Empfang gestellt? Es wird über eine andere Frequenz versucht? Oh krass, okay. Wäre vielleicht mal was, genau, wäre vielleicht mal was, wo man sich informieren kann. Würde mich gerade interessieren. Okay. Ohne SIM? Also, ja, gut. Das sind gerade viele verschiedene Meinungen. Ich glaube, das möchte ich erstmal nachgoogeln. Der Chat ist gerade wieder, der ist wieder Schrödingers Chat. Ich glaube, ich würde das mal nachgoogeln irgendwo. Das mal lieber nachlesen. Ohne SIM geht nicht mehr. Okay. Laut Google ohne Netz nicht möglich. Ja, weil ich denke, man braucht ja irgendwie Netz, ne? Okay, aber ich muss mal, Netzbetreiber arbeiten jetzt zusammen. Okay, ich muss mir das mal komplett zusammenlesen. Ich fand es gerade nur spannend und nicht unwichtig, das mal aufzugreifen. Okay. Also wenn es für euch interessant ist, google das mal. Okay, wir machen weiter, warte mal. Wenn jemand über Belästigung, über eine schlimme Sache redet, dann nehmt die Person ernst. Das ist so wichtig. Warum sollte man eine Person nicht ernst nehmen? Denn wir haben ja jetzt hier gelernt, dass dieser Fame-, Geld- und Aufmerksamkeitsvorwurf einfach statistisch gar keinen Sinn macht und sowieso absolut peinliches Victim-Blaming ist. Ich könnte jetzt hier noch viele weitere Statistiken einblenden, Geschichten erzählen, Sachen auspacken, die so hinter den Kulissen während der letzten 3 Jahre abgegangen sind. Aber letzten Endes muss dieses Video ja hier irgendwann auch mal enden. Und das wird wahrscheinlich jetzt schon plus minus eine Stunde sein. Was? Und ich weiß, die Aufmerksamkeitsspanne im Internet, die ist nicht so groß. Deswegen habe ich mich bewusst dafür entschieden, hier eine Zusammenfassung euch zu geben. Einmal den aktuellen Stand, dass ich gewonnen habe, aufzuzeigen und euch ein paar Einblicke in meine persönliche Sicht zu geben. Mir war es auch ganz wichtig, dass ich hier nicht neue Nebenkriegsschauplätze irgendwie schaffe, denn das wäre jetzt hier gar nicht Thema gewesen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich auch zu dieser Thematik hier nochmal ein Video mache. Das würde ich dann allerdings auf meinem neuen Kanal machen. Den habe ich jetzt einfach Carina Push genannt. Das Aha. hier, wo dieses Video gerade kommt, ist ja mein Aha. Kunstkanal und den würde ich eigentlich auch ganz gerne als Kunstkanal belassen. Ab nächstem Jahr werde ich auf jeden Fall hier auch wieder Kunstvideos machen. Freut euch auf Umweltschutzvideos und coole Facepaintings. Aber ich habe jetzt in den letzten 3 Jahren extremst gemerkt, dass gerade in der Reaction-Szene, in der ich mich ja sehr viel aufgehalten habe, einfach weil ich sehr viele Reaction-Videos gucken musste, dass es sehr wenig Frauen leider in der Reaction-Szene gibt. Ich hätte gerne auch eine Stimme in dieser Szene, einfach aus aktivistischen Gründen. Aber ich denke, dass ich da auf jeden Fall Lust drauf hätte und vielleicht auch zu diesem Thema noch was sage, aber dann auf dem Carina Push Kanal. Also folgt mir da gerne. Wahrscheinlich wird dieses Video auch irgendwann auf den anderen Kanal rüberwandern. Da muss ich mal gucken. Genau, aber das bleibt auf jeden Fall jetzt erstmal hier. Einfach, weil es hier natürlich aufgrund meiner Reichweite mehr Leute sehen und das ist einfach jetzt gerade wichtig. Und nein, da geht es nicht um Film, geht um Aufmerksamkeit, sondern es geht um Awareness. Es ist mir wichtig, dass dieses Thema gesehen wird und dass Leute sexuelle Belästigung. Ich bin ganz ehrlich, ja? Diese ganze Scheiße, die sie da durchgezogen, also ne, die sie da mitmachen musste, von Anfang an mit Abo, dem Allerechtesten, der 16 Stunden Videomaterial gegen sie gemacht hat und am Ende trotzdem der Lemurensohn, der einfach vom Gericht komplett, sie hat ihn komplett gegen die Wand gefahren und sie bleibt einfach komplett auf ihren Kosten sitzen, weil der Allerechteste natürlich insolvent ist, natürlich gar keine Kohle hat. Ganz ehrlich, das Mindeste, was man ihr gönnen könnte, wäre zumindest, dass sie da mit ein paar Views und einfach ein paar Follows mitnimmt. Das ist das Mindeste, was man ihr gönnen könnte. Vor allen Dingen auch, wie sie mit dem Thema umgegangen ist. Richtig starke Persönlichkeit, also ja, sehr starke Persönlichkeit, sehr coole Frau. Ganz ehrlich, ich gönne ihr alles, was sie mit dem Video hinkriegt oder mit den Videos hinkriegt. Ich gönne ihr einfach alles. Einfach absolut verdient. Und wer was anderes sagt, ist einfach ehrenlos. So. Beziehungen endlich anfangen, ernst zu nehmen. Und ich weiß, das Video hier, das wird nicht die Welt verändern. Und das ist hier auch nicht der erste Belästigungsfall. Und es wird auch nicht der letzte sein, leider. Aber vielleicht
können wir alle, weil so viele Leute hier zugeguckt haben, ein kleines bisschen, bitte, bitte, daraus lernen und versuchen, aus dieser ganzen Scheiße was Positives zu machen. Ich habe zum Beispiel auch vor, nächstes Jahr eine feministische Kunstausstellung zu machen. Da hätte ich unfassbar viel Bock drauf und mich in der Kunstthematik mit dem Thema Feminismus auseinanderzusetzen. Folgt mir da gerne auf Instagram. Da werde ich das eine oder andere im Januar dann dazu sagen und mit ein paar Mädels das Ganze aufstellen. Genau. Ja, und damit würde ich sagen, falls ihr irgendwelche Fragen habt, in den Kommentaren versuche ich auf irgendwie alles, was geht, einzugehen. Wenn Reaction-Streamer Fragen haben, ey, ich bin da, ihr könnt mit mir reden, fragt mich einfach, ich möchte aufklären über dieses Thema. Ich kann ja jetzt auch endlich über diesen ganzen Fall, über die Thematik reden. Also wenn da noch Fragen offen sind, ich bin auf jeden Fall da, fragt. Und vielleicht kommen, wie gesagt, die Tage auch nochmal Videos dazu. Mal schauen, aber damit verabschiede ich mich jetzt erstmal. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Es ist halt doch schon etwas länger geworden, dieses Video. Aber vielen lieben Dank auch an alle, die bis zum Schluss hier zugeschaut haben. Und ja, damit sage ich tschüss. Und hoffentlich sehen wir uns mal in einem Kunstvideo oder in einem aktivistischen. Ciao. Puh! Was für eine Reise. Was für eine Reise. Was für eine unfassbare Reise, oh Gottes Willen. Ich weiß nicht, wie lange dieses React wird. Ich entschuldige mich, dass es so lang geworden ist, aber ich konnte manchmal nicht an mich halten. Entschuldigung, ich entschuldige mich auch, falls ich manchmal emotional geworden bin. Aber ich glaube, das ist nicht ganz so, ich hoffe, man kann es ein bisschen nachvollziehen. Ganz ehrlich, wie gesagt, ich gönne der Carina einfach nur alles Gute. Ich hoffe, ganz ehrlich, von mir aus kann sie die Situation und das Gerichtsverfahren jetzt richtig durchmelken. Einfach alles für ihren Channel rausholen, was nur geht, oder für alle Channel, weil sie jetzt auf jeden Fall verdient. Und sind wir ehrlich, der Apo Fleck hat es ja schon gemacht. Der hat über all die Jahre das Thema gemolken, wo es nur geht. Und trotzdem ist er ja der Täter. Und er hat das schon die ganze Zeit gemacht. Ja, also gönnt der Frau einfach. Gönnt der Frau. Ich schicke euch einen Link raus. Lasst ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Ich werde das jetzt auch machen. Und da kommen auch nicht zu viele Videos, wie ich gehört habe. Ja, es kamen letzten irgendwie nur 10 Videos in einem Jahr oder so. Das sind wirklich nicht sehr viele. Und vor allen Dingen würde ich gerne, ich würde gerne, Mann, ich will mal geschminkt werden.